Mein Name ist Dominik Memmel von den Scientists for Future. Auch noch ein paar Dankesworte, also Dank ans Referat Wissenspolitik auch zurück. Wir ermöglichen uns das quasi gegenseitig. Dann natürlich auch an unser Team aus Scientists for Future, an die Technik der Stadt, auch an das Stadtbüro, das die Räume zur Verfügung stellt, für die wir sehr dankbar sind, die auch einfach sehr schön sind und sehr passend für den Rahmen. Und Radio Blau sei auch nochmal gegrüßt, stellen Technik zur Verfügung und überraschend, aber freundlich freuen wir uns, die Litz filmt hier mit und das wird also auf vielen Kanälen danach auch hinterher noch sehbar, nachschaubar und hörbar zu sein. Noch ein Hinweis an die private Technik, bitte Handys aus oder zumindest lautlos. Bevor wir zum Podium kommen, möchte ich noch so zwei, drei Worte vorneweg vorschieben, quasi ein bisschen einzuwirken auf das Thema. Beginnen wir mal mit einer Grafik dazu, die wir alle in der einen oder anderen Form kennen. Und zwar diese Grafik hat mit Klimawandel nicht viel zu tun oder nahezu gar nichts, aber wir kennen es. Das ist quasi das Positivbeispiel, wie Wissenschaft breitflächig kommuniziert werden kann, wie Wissenschaft an Leute herangetreten werden kann, also eben nicht nur Science to Science, sondern wirklich Science to Public. Es gab viele verschiedene Formen davon, fast jede Zeitung, fast jede Zeitschrift hatte, Fernsehsender und so weiter hatten diese Dinge und das war quasi Wissenschaft und Journalismus wirklich zusammengedacht und man hat ja auch die Wirkung gesehen. Viele Leute haben verstanden, was passiert, aber auch was passieren wird, wenn die Kurve gerade hochgeht zum dritten Mal, dann hat man gewusst, okay, da kommt was, ich bereite mich vor, ich bin jetzt vielleicht, wie ich zum Beispiel, ich rasiere mich dann vielleicht, um die Maske zu tragen, weil einfach dichter ist. Ähnlich könnte sowas in der Hitzewelle sein. Tatsache, das macht einen Unterschied. Ja, bitte. Ich würde jetzt noch eine Grafik entgegenstellen und das ist die Oberflächentemperatur des Nordatlantiks. Sie sehen die ganzen blauen Linien, das sind die vorherigen Jahre und Sie sehen die rote Linie 2023. Im Vergleich zu der Corona-Grafik ist das sehr ähnlich, sehr greifbar. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was diese Grafik bedeutet, außer wahrscheinlich, schlechtes Wetter, um es mal so zu sagen. Aber wir sehen, wie einfach es sein kann, auch diese Brücke zu schlagen, was wir schon kennen, was funktioniert hat im Journalismus, dass es in der Presse, in Fragen zum Klimawandel auch durchaus sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich persönlich zu der Zeit, wo diese Grafik aufgekommen ist und viel rumgereicht wurde, also in der letzten Woche, habe dann im, sage ich mal, normalen Blätterwald eher solche Infos mitbekommen wie Naby Keita wechselt von Liverpool zu Werder Bremen, Sie kennen vielleicht, ehemaliger Spieler von RB Leipzig, oder Helene Fischer hat heimlich geheiratet. Kann auch interessant sein, aber ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Wohin führt sowas? Das explizit werden wir sehen, aber im nächsten Bild sehen wir, wohin diese Klimakrise führt. Risk of Spaces Losses von IPCC, diese Grafik. Und man könnte sie ein bisschen nennen als Karte des Todes. Sie sehen, bei wie viel Grad Erderwärmung, die 1,5 werden wir reißen, das ist sicher. Die 2,0 wahrscheinlich. Dann kommen Folgeeffekte ins Spiel. Also die 4 Grad ist das, worauf sich Frankreich zum Beispiel gerade vorbereitet. Und Sie sehen, was das für den Planeten bedeutet. Artensterben heißt eben auch nicht nur, dass die Schmetterlinge nicht mehr schön sind, sondern das ist einfach auch eine Frage für die Gesellschaft und für die Menschen, für diesen ganzen Planeten. Wir haben also viel zu verlieren. Wir haben mehr zu verlieren, als wir in der Corona-Krise zu verlieren hatten. Da hatten wir auch viel zu verlieren. Das soll jetzt nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber es geht hier wirklich um die Zukunft unserer Gesellschaften, unseres Planeten. Und da kommt eben der Journalismus ins Spiel. Die vierte Gewalt. Ein Negativbeispiel, das Gebäudeenergiegesetz, das ja gerade rumgereicht wird. Populistische Angriffe, es werden Lügen verbreitet, es werden Halbwahrheiten verbreitet. Die Politik, teilweise die dafür verantwortlich sind, was da passiert, sehr wehrlos in der Kommunikation oftmals. Und die Frage ist dann eben die Verantwortung der Presse. Was machen wir mit diesen Situationen? Was macht die Presse mit diesen Situationen? Zwei weitere Fragen noch dazu und dann kommen wir quasi zu dem Rahmen unseres Themas heute. Woran liegt es, wenn gute Wissenschaftskommunikation im Journalismus passiert? Woran liegt es, wenn es nicht funktioniert? Und wie kann die Klimakommunikation grundsätzlich verbessert werden?
Ja, so viel vielleicht als Vorwort. Ich setze mich jetzt dazu und möchte erstmal unser Podium vorstellen. Begrüßen Sie erstmal mit uns großen Applaus. Neben mir Daniel Schlechter, Redaktion MDR Wissen. Daneben einigen wir aus Leipzig bestimmt bekannt, Hanna Super, Chefredakteurin seit 2020 der LVZ. Kabel Mohn, Chefredakteur klimafakten.de. Und ein bisschen zufällig dabei, weil wir uns in Berlin letztens kennengelernt haben, Ruth Ziesinger, Online-Redaktion Tagesspiegel und auch die Redaktion des Klimapodcasts Gradmesser. Ja, und das führt auch gleich zur ersten Frage, die ich in die Runde werfen möchte. Wir haben hier Fernsehen, wir haben Print, wir haben Web, wir haben Podcast. Das sind verschiedene Formate. Haben Sie, welche Erfahrungen haben Sie, welche Ideen auch und so weiter? Also verschiedene Wirkmöglichkeiten, verschiedene Formate. Kommt da was, wo Sie sagen, unser Format ist besonders wirkungsvoll oder hat vielleicht eine Problematik? Fühlt sich immer direkt angesprochen. Ja, bitte. Ich kann gerne bei mir quasi, also ich muss einfach kurz gedrückt haben. Jetzt? Ja. Einmal vielleicht aus der Perspektive einer Regionalzeitung, eines regionalen Mediums, weil wir quasi alle Kanäle haben. Also wir haben einen Klimapodcast, einen Klima-Newsletter und eine täglich gedruckte Zeitung und eine Webseite. Ich glaube, die Zielgruppen sind unterschiedlich, deswegen sind die Wirkmächte auch unterschiedlich. Also unsere gedruckte Zeitung hat eine alte Zielgruppe, das ist ja auch ein bisschen unser Problem, das soll nicht heute das Thema sein, aber im Kern ist die gedruckte Zeitung hat eine Leserschaft, die ist im Schnitt 70 Jahre alt. Das heißt, das Publikum, was wir da erreichen, ist ein ganz anderes als ein Podcast, der eher eine Zielgruppe hat zwischen ja, 20, 35 und 40. Das heißt, auch die Ansprache dort ist anders, die Art auch, was wir vielleicht voraussetzen können an Wissen, weil wir ja sehen, dass junge Menschen sich zum Teil sogar sehr viel intensiver mit der Thematik beschäftigen, sodass man da einfach auch sehr unterschiedlich die Themen aufbereiten kann und sollte, um zu schauen, wen will man eigentlich an welcher Stelle über welchen Kanal erreichen. Und da merken wir eben große Unterschiede und wir merken eben bei dem klassischen Printpublikum, Sie haben das Gebäudeenergiegesetz angesprochen, da sind eben ganz andere Ängste auch vorhanden. Wir hatten es eben im Vorfeld, die Leipziger Volkszeitung erscheint nicht nur in Leipzig, sondern wir haben 7 Lokalredaktionen, also fast die Hälfte unserer Leserinnen und Leser lebt in ländlicheren Regionen. Das heißt, da sind oft da gibt es oft Eigentum, da sind Häuser vorhanden. Das heißt, die haben ganz andere Ängste, wenn sie populistische Dinge hören, wie wir werden das nicht bezahlen können, sie müssen alle die Heizung austauschen und so weiter. Das heißt, da ist auch eine andere Aufklärung vielleicht noch nötig als bei jungen Leuten, die im Podcast vielleicht nochmal anders informiert werden müssen. So, als Ersten. Ich würde im Übrigen. Nochmal länger gedrückt halten. Ja, damit hat es irgendwie geklappt. Okay. Oh, der rote Knopf. Ah, der rote. Gut. Jetzt klappt es. So, müssen wir gleich nicht zuhören? Ja. Also Sie haben ja gefragt, wer sitzt hier eigentlich? Ich würde dafür plädieren, betrachten Sie uns doch bitte als Ökosystem. Biodiversität ist ja die andere große Krise und wir sind hier verschiedene Spezies, also sowohl spartenmäßig, aber dann gibt es noch die andere, eine weitere Ebene. Auch die Finanzierungsmodelle sind unterschiedlich. Wir haben öffentlich-rechtlich, wir haben privatwirtschaftlich. Unser Medium ist ein Nischenmedium, was gemeinnützig von Stiftungen finanziert wird. Und ich glaube, wir brauchen die ganze Vielfalt. Also natürlich kann man drauf schauen, was einzelne Medien oder einzelne Artikel oder Berichte besser machen können. Aber ich glaube, die spannende Frage ist, wohin kann oder sollte sich das ganze Ökosystem weiterentwickeln, der Medien, die wir eben in ihrer Vielfalt brauchen bei dem Thema. Ja, gleich mal nachgefragt, weil Sie gerade gesagt haben, die alten Leute zum Beispiel, wissen wir alle, es sind schwerer zu erreichen, ist für uns als Klimaszene super wichtig, die zu erreichen oder auch für uns als Menschen für die Zukunft. Sind da denn Netzwerke zu denken, dass man sich vielleicht auch strategisch über solche
ich nenne es jetzt mal, Grenzen der einzelnen Arten hinweg wirklich abspricht, vernetzt. Und zwar nicht nur im eigenen Hause, wo man jetzt sagt, okay, LVZ hat zum Beispiel eine Webseite und ein Print, sondern eben über diese Grenzen hinweg, die ja teilweise eben auch konkurrieren auf wirtschaftlicher Ebene. Ich hätte eine Frage erst noch. Ist die These gerade, dass alte Menschen sich weniger für das Thema interessieren? Habe ich das gerade richtig verstanden? So, also schwerer erreichbar sind in manchen Fällen oder anders erreichbar sind vielleicht eher. So meine ich das eigentlich nicht, sondern dass es eine große Bereitschaft bei jungen Menschen gibt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht anders noch in der Betroffenheit vielleicht als das, also da muss man einfach auf die Zielgruppe gucken, wo ist welche Betroffenheit gegeben bei dem Thema, glaube ich. Also in dieser persönlichen, natürlich sind wir alle betroffen als Bevölkerung oder als Menschen auf dieser Erde, aber zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz betrifft einen Schüler, einen 18-Jährigen vielleicht anders als einen Hausbesitzer in Wurzen, das meinte ich. Ja gut, aber wenn man jetzt die Wahlunterschiede in Altersgruppen anschaut, dann kommt man nicht von weg zu sagen, dass in der Tendenz alte Menschen weniger interessiert sind an dem Thema als junge, natürlich auch wegen der Betroffenheit, also auch die Bereitschaft zur Veränderung schwieriger ist. Also wie weit das jetzt geht, haben wir dahingestellt. Ich würde die These aufstellen, dass man nicht am Wahlverhalten das an sich so sehen kann. Also ich glaube, es gibt genügend ältere Menschen, Großeltern und so weiter, die sich sehr wohl Gedanken darüber machen, auch wie es ihren Enkeln, Kindern weitergehen könnte. Aber es ist ja auch nicht so, dass nicht jede Partei inzwischen im Portfolio auch Klima und Klimaschutz hat und man dann durchaus auch annimmt, naja, die Partei, die mir aus anderen Gründen entspricht und die ich wähle, die sagt mir jetzt auch, wir nehmen das ernst, wir nehmen das wichtig, dann glaubt man das vielleicht auch. Also ich würde jetzt dann nicht diesen Graben ziehen. Ich denke, es ist dann wirklich eher eine Frage auch der Ansprache, welche Thematik ist es, die dann bestimmte Personengruppen auch wirklich interessiert, dann wichtig auch sind in dem Lebensabschnitt und dann kann man sie auch eher davon abholen. Aber ich würde es nicht vom Alter abhängig machen. Also wir mutmaßen ja gerade darüber, wie alte oder junge oder sonst wie nach bestimmten Merkmalen sortierte Menschen über das Klimathema denken. Ein ganz zentraler Punkt, wo wir vielleicht zu einer ersten These kommen können. Ich glaube, also wenn man sich damit befasst, wie kommen Menschen zu Urteilen, dann kann man feststellen, dass wir eigentlich systematisch Fehlurteile darüber treffen, wie andere Menschen denken. Das ist eben problematisch, weil es Fehlurteile sind, weil es nicht empirisch begründet ist. Und ich glaube, Journalismus kann bei dem Thema Klima sehr viel besser werden, wenn er sehr viel systematischer darauf schaut, wie sind Einstellungsmuster, wie sind Verhaltensmuster, wie sind Sichtweisen der Öffentlichkeit und des jeweiligen Publikums auf das Thema. Dazu muss es ein permanentes Monitoring geben und es muss auch ein Verständnis dafür geben, was diese Einstellungen beeinflusst. Wenn man das nicht im Blick hat, dann bewegt man sich eigentlich in einem totalen Blindflug und wird an seinem Medium vorbei kommunizieren, an seinem Publikum vorbei kommunizieren. Das ist ja auch Stichwort Kommunikationspsychologie. Ne? Also Schlechter, Sie haben ja auch schon vorhin angesprochen, dass das ein Thema ist, das Ihnen am Herzen liegt. Sind da, also jetzt nehmen wir mal den MDR selber, ist der da gut aufgestellt, was das angeht? Also zum Beispiel auch das Monitoring, was wirkt, aber auch wie kann ich es vermitteln, eben zielgruppengerecht? Ich muss dazu sagen, ich kann das Mikro sagen, man hört mich. Ich kann dazu erstmal sagen, mich. Das ist wieder ausgehen. Nein. Ich kann für die Wissenschaftsredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks sprechen und da haben wir zunächst mal dieselbe Herausforderung. Wir haben da will ich nicht über alt oder will ich nicht über jung sprechen, sicherlich gibt es da bestimmte Clusterungen, aber wir haben ein Publikum, das nennen wir unser lineares Publikum, das sind Menschen, die Radio und Fernsehen gucken, so wie man es klassisch von früher kennt. Und ja, das ist ein mehrheitlich anders eingestelltes Publikum als das, das wir gerade versuchen, im Digitalen verstärkt zu erreichen. Und das ist schon so, dass wir bei den Nutzerinnen und Nutzern, die vor allen Dingen digitale Medien konsumieren, dass wir da verstärkt
progressivere Einstellungen zum Thema Klimawandel, Klimakrise, müssen wir bei denen sagen, im linearen Publikum, da sprechen wir immer noch häufig von Klimawandel. Und da würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass auch mein Arbeitgeber das Problem wird in jeder Redaktion ernst genommen, es wird aber in jeder Redaktion unterschiedlich gewichtet. Und das hat tatsächlich was mit der Wahrnehmung der jeweiligen Zielgruppen zu tun. Ob es für manche Zielgruppen ist es ein Querschnittsthema, das eigentlich überall sich niederschlägt. Für andere ist es ein Thema, das nach wie vor mit anderen Themen aufgehoben wird. Ob das mal gut, mal schlecht ist, das mag dahingestellt sein. Aber ich will mich nicht um Kopf und Kragen reden, aber ich ärgere mich als Wissenschaftsredakteur auch, wenn vor dem Leipziger Hauptbahnhof eine Fahrradspur aufgemacht wird und die MDR-Schlagzeile lautet, ab jetzt eine Spur weniger befahrbar vor dem Hauptbahnhof. Da denke ich auch, ja, hätte ich das abgenommen, dann hätte ich gesagt, naja, nee, da steckt ein Framing drin, das müssten wir eigentlich längst hinter uns gelassen haben. Aber ich weiß auch, wo es herkommt. Ich weiß, dass diejenigen, die das machen, keine Klimawandelleugner sind oder sich mit jemandem anbiedern möchten. Die reproduzieren letztendlich die Lebenswirklichkeit von dem, was sie als 90% ihrer relevanten Zielgruppe wahrnehmen. Und das ist gar nicht so einfach damit umzugehen. Der journalistische Grundsatz, der für uns alle gilt, ist, wir berichten, was ist. Jetzt muss man als nächstes darüber streiten, wie berichten wir es. Und geht da irgendwo ein Erziehungsauftrag mit einher? Und wenn ja, was dürfen wir uns da gegenüber unseren mündigen Nutzern anmaßen? Und wo müssen wir sagen, dazu sind sie in der Lage, selber darüber zu urteilen? Das ist gar nicht so einfach. Und ich persönlich würde sagen, da muss der MDR, wie jedes andere Medium auch, von Fall zu Fall urteilen. Das ist auch was anderes, wenn ich eine Klimadoku abnehme, ein 45-minütiges Werk, das ein Jahr lang entwickelt wurde, oder wenn unser wöchentlicher Klima-Newsletter rausgeht, der Themen viel kleiner und viel konkreter abbilden kann als so ein großes Werk. Einfach gefragt, sind Sie froh, wenn zum Beispiel jetzt eine Aktion von Letzte Generation zum Beispiel passiert, die das Thema so hochspült, dass Sie es wieder setzen können? Ich bin ehrlich gesagt zunächst mal unglücklich darüber, dass die letzte Generation das machen muss, denn dass diese Generation zu den Mitteln greift, zu denen sie jetzt greift, ist auch ein Ergebnis einer Fehlleistung des Systems Demokratie, des Systems Wirtschaft und des Systems Medien in den letzten 30 Jahren. Das hätten wir auch anders machen können, dann hätten diese jungen Menschen sich jetzt nicht so radikalisieren müssen. Wenn sie es jetzt tun, dann bin ich froh darüber, in diesem Kontext die wissenschaftliche Perspektive reingeben zu können. Muss aber sagen, dass ich auch schon angenehmere Zuschauerpost beantwortet habe, wenn ich das tue. Das ist natürlich das Ding. Dieser Erziehungsauftrag, das ist natürlich auch so ein Punkt. Ich meine, eigentlich, wahrscheinlich sind wir uns alle einig, dass Medien nicht erziehen sollten. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo wir ganz wenige Jahre haben, wenn überhaupt noch, hier einen lebenswerten Planeten zu erhalten. Also die Vorzeichen haben sich geändert. Muss man das dann auch immer als mit diesem, sagen wir mal, leicht besetzten Wort erziehen framen, wenn man, sagen wir mal so, mehr Druck in die Information gibt und, sage ich mal, mit mehr Druck, mit mehr Wirkmöglichkeiten versucht, Gruppen zu erreichen, die es halt einfach weniger interessiert, aber irgendwann auch interessieren wird. Ich will nochmal auf die Folien zurückkommen, die Sie eingangs gezeigt haben. Und ich glaube, das Problem liegt genau in diesen Folien. Wir machen das seit 20, 30 oder 40 Jahren, dass wir solche Grafiken zeigen, die aus den Naturwissenschaften kommen. Und diejenigen, die mit dieser Brille das Problem sehen und verstehen, was da passiert, nehmen an, dass wenn andere Menschen das so sehen, dass das dann etwas bei ihnen auslöst und zu einem Handlungsimpuls kommt. Das ist auch manchmal der Fall. Allerdings ist es bei menschlichem Verhalten leider so, dass extrem viele Faktoren eine Rolle spielen, ob Menschen dann letztendlich sich klimafreundlich verhalten als Individuen oder als Gesellschaft. Fakten ist das eine, aber es kommen zig andere Faktoren hinzu, Persönlichkeit, die Kultur, Werte, Normen, meine Vorstellung von mir selbst, meine Vorstellung von den Gruppen, in denen ich mich bewege.
Und die Naturwissenschaft kann damit sehr schwer umgehen. Das sind eigentlich Dinge, die für sie nicht so richtig existieren. Und der Journalismus tut sich auch schwer damit, weil er aus dieser Aufklärungstradition und dieser Wissensvermittlung kommt und gerade das Klimathema noch dazu sehr stark in der Wissenschaft und der Forschung im Wissenschaftsjournalismus verankert wird. Und es wird eben übersehen, dass, und da ist ja das eigentliche Problem, dass wir ins Handeln kommen müssen, dass ich eben dann beim Publikum auch zum Klingen bringen muss, unsere Vorstellung davon, wer wir sind. Ja? Was ist denn ein gutes Leben? Was sind denn Werte? Und das ist ja, sehr schwierig. Da ist man dann ganz schnell beim Aktivismus und beim Erziehungsvorwurf und so weiter. Das geht aber nicht. Das Problem, dass man über diese Ebenen Menschen zum Handeln bringen muss, geht aber nicht dadurch weg, dass man sich sozusagen dem entzieht. Ja? Und da, glaube ich, ist es Aufgabe von Klimajournalismus, Wege zu finden, damit umzugehen, ohne jetzt sich über Menschen zu stürzen und autoritär oder bevormundend zu sein. Ich würde sagen, das geht, aber man muss es erst mal sehen, dass man dieses Problem hat. Wir haben ein großes, konkretes Beispiel dafür, dass es geht, also wie es geht. Also ein Weg, der schon gefunden wurde. Ja, natürlich. Also man kann zum Beispiel einfach über, also ich kann aus sehr unterschiedlichen Wertmotiven besorgt sein über die Klimakrise. Ja? Es gibt die klassisch linken oder progressiven Werte, aber ich kann natürlich auch mich sorgen um Sicherheit oder um Wohlstand unserer Gesellschaft oder um Entfaltungsmöglichkeiten, also hedonistische Werte. Und ich kann Menschen zu Wort kommen lassen, die für diese Werte stehen. Und das kann Journalismus prima einfach porträtieren. Was ist, ja? Also man sollte da Routinen aufbrechen und eben nicht immer so das gelernte Verständnis des Klimathemas als ein links-progressives zeigen, sondern da in die Vielfalt hineingehen, ist jetzt ein Ansatz. Ich finde ein sehr greifbares Positivbeispiel, das gezeigt hat, dass es geht, sind immer die Momente, wenn Markus Söder etwas macht, was gut fürs Klima ist. Denn der Mann war schon in der Lage dazu, sich zum Schirmherr einer bayerischen Bienenrettaktion zu machen. Der war auch schon dazu in der Lage, Bäume zu umarmen. Und da merkt man eine ganz besondere Qualität, was diese Ereignisse von anderen unterscheidet. Ich gebe Ihnen völlig recht. Journalismus hat etwas übernommen, was in meinen Augen als Wissenschaftsredakteur ein bisschen die gutgläubige Naivität der Wissenschaft widerspiegelt. Als wir Anfang der 90er Jahre relativ klar und deutlich gesehen haben, Klimawandel findet statt, wir können sogar ziemlich genau voraussagen, wie er stattfinden wird. Wir können sogar zusammen mit den Kollegen der Wirtschaftswissenschaft berechnen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und da war der Vibe Anfang der 90er Jahre, ja, ist doch ist überhaupt gar kein Problem. Also man kann es doch ausrechnen. Und jetzt werden wir die marktwirtschaftlichen Anreizstrukturen über CO2-Zertifikate und Co. entsprechend anpassen. Und dann wird das für alle wirtschaftlichen Akteure letztlich einfach rational sein, sich anzupassen, das Portfolio zu ändern und so weiter und so fort. Und hat nicht damit gerechnet, dass es individuelle Strukturen gibt, die möchten den Status quo erhalten, weil das für sie kurzfristig viel gewinnbringender ist, als langfristig zu denken. So. Gleich dazu kommt, dass man die psychologische Komponente komplett übersehen hat. Denn wenn man den Leuten erzählt, um eine Katastrophe abzuwenden, müsst ihr auf etwas verzichten, dann ist dieses Verzichtmotiv, das ist blöd, das mag ich nicht. Und da gehen so viele Dynamiken an, dass ich versuche erstmal als Freerider mich wegzuducken und vielleicht, wenn in einem Raum mit 100 Leuten 99 verzichten, bin ich ja der eine, der vielleicht nichts machen muss. Das machen aber alle, das sind diese klassischen Collective Action Problems. Was bei den Markus Söder Beispielen anders war, es gab da den Erfolg, Dinge positiv zu framen. Die Biene wird erhalten, der bayerische Baum wird erhalten, das zählt nicht in dieses Verlust- und Verzichtmotiv rein, das zählt in dieses ich gewinne eigentlich etwas dazu Motiv rein oder ich habe etwas, das ich mir vorstellen kann, das schützenswert ist, das kann ich erhalten. Das sind Beispiele,
die funktionieren sehr gut. Und da kommen wir dann in sowas wie konstruktiven Journalismus rein. Man muss nicht die ganze Zeit sich auf das beschränken, was negativ ist und was Aufregungspotenzial hat. Das ist für uns als Medien eine sehr große Herausforderung, weil das ist sehr einfach. Damit mache ich eine gute Schlagzeile, die mache ich relativ schnell und die wird wahrscheinlich sogar bei einem gewissen Empörungspotenzial schnell geklickt. Die Positivschlagzeile, da habe ich mehrere Probleme. Erstens, ich gehe mit all denen, die das nicht machen, in die Aufmerksamkeitskonkurrenz, die Negativspirale bedienen und die dadurch viel besser gesehen, viel schneller geklickt werden oder gesehen, gelesen, whatever. Und ich muss eine viel komplexere Erklärleistung meistens machen, warum es nicht so negativ schwarz-weiß ist, sondern warum es da auch positive Dinge zu berichten gibt. Das ist meistens, das dringt schwieriger durch als dieses, das ist schlecht, deswegen musst du dich drüber aufregen und die da oben sind schuld. Das ist einfach. Ich bin Herrn Schlechter sehr dankbar für den Dreh des Themas nochmal auf das Thema konstruktiven Journalismus und die Frage, wie wir eigentlich die Themen aufbereiten, weil das auch sehr grundsätzlich, glaube ich, dafür steht, was oft im Journalismus schiefläuft oder auch falsch wahrgenommen wird. Wir sehen in Studien, dass die Menschen zunehmend nachrichtenmüde werden. Das hat sich nochmal, da gab es nochmal eine Dynamik durch die Corona-Krise und den Krieg gegen die Ukraine, weil die Leute müde sind in der Art, wie, da würde ich jetzt noch dieses Wir-Medien benutzen, auch wenn ich, kann ich gleich erläutern, wir versuchen das bei der FAZ anders zu machen, weil wir Medien tatsächlich zu schnell sind in diesen Schlagzeilen, wo wir auch bei, gerade auch bei Politikberichterstattung sagen, Politiker A sagt, Politiker B macht einen Fehler. Das sind alles so Dinge, auch dieser Streit über das Heizungsgesetz. Die Leute steigen da aus. Und das ist in dieser Kleinteiligkeit, wie wir da Journalismus machen. Und das hat das Digitale auch beschleunigt, weil diese vielen schnellen Schlagzeilen von Medien und Politik gegenseitig befördert werden. Da steigen die Leute aus, das können wir messen. Und was wir sehen, ist auch, dass sich das dahin entwickelt, die Leute wollen auch diese Nachrichtenformate in der Form gar nicht mehr. Was sie wirklich wollen, also wir gucken, für uns ist sehr wichtig, uns anzugucken, wie konsumieren die Menschen unsere Inhalte. Das heißt, es ist schön, wenn es einen schnellen Klick gibt, das hilft uns aber langfristig nicht weiter. Was ich möchte, ist, dass Menschen nachhaltig mit unserer Marke interagieren, dass sie unsere Texte lesen, auch zu Ende lesen, nicht nur die Zeile, und dass sie vielleicht auch dafür Geld bezahlen. Und was wir eben sehen, ist, dass die Leute, die das tun und sich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen, das sind dann Inhalte, die tiefer gehen, die erklären, die nicht nur auf dieses, ich sag mal, Update Me gehen, also es geht nicht nur um diesen Neuigkeitswert, sondern wirklich um Tiefe. Und ich glaube, dass oder unser Versuch ist es, das im Regionaljournalismus auch so zu probieren und versuchen, den Leuten Angebote zu machen, Dinge umfassender zu erklären, in den Kontext zu setzen. Wir haben zum Beispiel, ja, wir müssen dann über den Hauptbahnhof und dass da jetzt ein Radweg ist, das berichten wir. Und wir versuchen, das ist dann mein Ansatz auch als Regionalzeitung, wir müssen auch die Leute mit ins Boot nehmen, die da Kritik daran haben und uns diese Kritik anhören. Weil wir sind eben eine Zeitung, die am Ende abbildet, was in der Stadt passiert und welche unterschiedlichen Perspektiven es gibt. Was wir zum Beispiel morgen machen, ist eine Doppelseite, wo wir einen Künstler aus Leipzig haben skizzieren lassen, wenn die ganzen Visionen, die unser Oberbürgermeister skizziert hat vor ein paar Wochen, wahr werden würden von einer autoarmen Stadt, wie würde sich die Stadt verändern? Und wir haben ihn zeichnen lassen, wie die Prager Straße, der Ort, also die Menschen von hier wissen, was ich meine, Eutritscher Markt, Prager Straße, Eisenbahnstraße, wie würden diese sehr prägnanten Orte in Leipzig aussehen, wenn es dort keine Autos mehr gäbe? So, also dass wir versuchen, auch den Blick zu ändern und daran zu erklären, okay, was müsste sich jetzt in der politischen Kommunikation, in den kommunalpolitischen Prozessen ändern, um das umzusetzen. Deswegen, Ihre Ausgangsfrage war ja, sind wir froh über, wenn die letzte Generation eine Aktion macht, weil wir das Thema wieder hochheben können. Ich bin da ehrlicherweise nicht froh drüber, weil mir wäre es lieber, wenn wir versuchen könnten, die wichtigen Themen der Stadt, des Landes, der Welt zu setzen und umfangreich zu beleuchten und weniger auf dieses, da ist etwas passiert und wir reagieren darauf setzen müssten. Das würde ich mir häufiger wünschen. Frau Ziegsemann, bevor wir kurz gleich zu Ihnen kommen, ganz kurz zwischengefragt, weil Sie ja mit Klimafakten sehr viel Fakten vermitteln. Jetzt haben wir genau diesen Punkt, dass Presse vermittelt, Politiker A hat das gesagt, Politiker B hat das gesagt. Können Sie abbilden, dass die Leute eigentlich
das erklärt haben wollen und die Fakten dazu haben wollen? Also unser Name ist eigentlich irreführend oder Ausdruck unserer eigenen Naivität, weil als wir vor 12 Jahren angefangen haben, haben wir gedacht, dass genau das gebraucht ist, Faktenchecks und uns sozusagen wehren gegen Angriffe von Klimawandelleugnern. Das ist auch weiter wichtig, aber es reicht eben nicht und deswegen, was wir heute vor allem machen, ist uns anzuschauen, warum fühlen sich Menschen denn schlecht bei Klimadebatten? Ja? Also aus Befragungen wissen wir, dass die beiden Gefühle, die Klimadiskurse, Klimadiskussionen auslösen, einmal Menschen erleben das als polarisierend und das mögen sie nicht. Und sie erleben ein Gefühl der eigenen Hilflosigkeit. Auch das ist nichts, was man gerne erlebt. Ja? Eine bestimmte Art Fakten zu vermitteln, nämlich wenn ich sie nicht kopple mit Lösungen und auch nicht zeige, was hat das mit dir zu tun und wo hört auch deine Verantwortung vielleicht auf, weil das mit politischen Regeln und dem Kontext zu tun hat. Also da würde ich dann sozusagen die Einordnung der Fakten sehen. Also es geht nicht darum, Fakten ja oder nein, sondern die sozusagen anzureichern und immer in Kontexte zu stellen. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Ausgangsfrage vorhin war ja auch, wie erreicht man möglicherweise Menschen, die dem Thema sogar noch fernstehen? Also ich glaube, das ist fast schon, also vielen Dank für das Kompliment, aber ich glaube, das schafft Journalismus in den allerseltensten Fällen Leute zu erreichen, die sich nicht für das Thema interessieren. Aber ich erreiche sie ganz bestimmt nicht, wenn ich ihnen dann auch noch so richtig Angst mache. Und ich glaube, diese zwei Grafiken und auch diese Wahrnehmung, wie unterschiedlich darauf reagiert wird, die spiegeln das ja auch sehr schön wider, was Sie gerade gesagt haben, im Blick auf die Möglichkeit, auch noch Lösungen anzubieten. Mit der Corona-Grafik, das haben Sie vorhin selber beschrieben, da haben Sie was gesehen und dann haben Sie gewusst, aha, ich mache was, ich rasiere mich. Also da haben Sie selber eine direkte Handlungsmöglichkeit gehabt. Wenn man sich diese Grafik anguckt, wie sich die Ozeantemperatur verändert, dann gucke ich mir die an und denke, oh, ja, blöd. Das ist klar, aber die gleiche können wir zu einer Hitzewelle, zu einer Hitzewelle machen, wo ich dann weiß, oh, die kommt jetzt, ich passe mich für die nächsten 2 Wochen an. Ja, aber diese Texte werden ja auch viel mehr gelesen und diese Texte werden gemacht und die haben wir auf der Seite und da passiert was. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit ein Problem, auch dahingehend, wie erreiche ich Leute, weil einfach, wenn man diese ganz abstrakte wissenschaftliche Ebene ausschließlich betrachtet, dann ist das natürlich einerseits sehr bedrohlich, aber wenn ich nur bedrohliche Nachrichten bekomme, dann will ich die auch irgendwann mal aus Selbstschutz einfach nicht mehr hören. Das ist mir zu viel. Und ich kann eben auch in keinster Weise das Gefühl bekommen, ich kann auch was tun, ich kann in irgendeiner Form aktiv werden. Und da geht es natürlich nicht darum, den Einzelnen jetzt den Eindruck zu vermitteln, ja und das macht ihr morgen und dann ist die Klimakrise gelöst, wenn ihr nur noch Fahrrad fahrt. Das ist natürlich dann auch wieder falsch. Dann überträgt man viel zu viel Verantwortung auf den Einzelnen. Aber eben dieses konstruktive Element, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das muss man unbedingt ergänzen, weil wir haben vorhin, als es noch nicht losging, hat Frau Super völlig richtig angesprochen, dass es natürlich Menschen gibt, die haben nicht, das haben Sie so nicht gesagt, aber da ging es um Stadt-Land. Ne? So, Menschen auf dem Land haben nicht dasselbe Potenzial, ihr Leben umzustellen wie Menschen in der Stadt, wenn es darum geht, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen anstatt ein Auto, ja? oder immer Bio zu kaufen oder was auch immer. Ne? Also wir müssen der Realität ins Auge blicken. Und da müssen wir als Medien, glaube ich, noch viel, viel schärfer in unserem Kernauftrag sein, nämlich als vierte Macht Kontrolle und Kritik zu üben daran, dass so häufig Klimaschutz implizit oder manchmal sogar auch explizit an das Individuum ausgelagert wird. So, wenn du das Klima schützen willst, dann mach doch. Oder so eine ganz beliebte, schreckliche Talkshow-Frage an grüne Politiker oder an was weiß ich, Aktivisten, fahren Sie denn selber ein E-Auto? Ne? Oder wie oft sind Sie letztes Jahr geflogen oder sowas, ne? Als ob das dafür stehen würde, wie ernst zu nehmen diese Person im Klimaschutz wäre. Was man bei solchen Sachen immer wieder identifizieren muss, ist, Moment mal, jede individuelle Entscheidung, egal wer sie trifft, ob ein Mensch auf der
Land oder in der Stadt oder Aktivist oder whatever, berufstätig oder Arbeitslosengeldbezieher. Dieser Mensch trifft seine angeblich so individuelle Entscheidung immer in einem Entscheidungsrahmen und der ist vorgegeben. Den definiert die Gesellschaft, den definieren Politiker, den definieren wirtschaftliche Bedingungen und so weiter und so fort. Und innerhalb dieses Rahmens haben die Menschen nicht immer diese einfache freie Wahl, die Klimaoption zu machen. Dieser Rahmen ist häufig noch so gestaltet, dass Soziales gegen Ökologisches abgewogen wird und so weiter und so fort. Und da müssen wir als Medien dem entgegenwirken, denn wir sind schon so sehr darauf geprimed, dass wir Klima mit Verzicht assoziieren, dass wir Klima mit mühsam assoziieren, dass wir Klima mit das ist teuer assoziieren, dass wir Klima damit was machst du individuell assoziieren. Das sind häufig die ganz falschen Fragen. Es gehen hier ganz viele Hände hoch. Also ich hoffe, wenn ich das nur noch ergänzen darf. Ich will mal kurz dazwischen. Wir machen erst Podiumsdiskussion hier und dann gibt es einen Raum für Publikumsfragen hinten dran. Da wird genug Platz haben. Das schaffen sie. Schreiben sie sich auf. Nur eine kleine Ergänzung. Das Faszinierende ist, dass wir das nur in diesem Politikfeld so machen. Wir machen das in der Sozialpolitik zum Beispiel nicht, dass wir bei Problemen sagen, zum Beispiel Armut, ja, was ist denn eigentlich dein Beitrag zur Sozialversicherung? Willst du 10% oder 15% bezahlen oder hast du schon eigentlich an die ukrainische Armee gespendet? Nein, das sind kollektive politische Entscheidungen und wir lassen es zu, dass die Politik den Ball sozusagen an die Bürger zurückgibt und sagt, ja, also die Gelbwesten und das ist uns ja alles viel zu unangenehm und macht ihr mal mit eurem Konsum. Also ich glaube, da ist die Frage auch, wie wir dieses Politikfeld organisieren und wer da eigentlich Verantwortung hat. Ich würde die Brücke mal weiterschlagen, auch mit der nächsten Grafik kurz. Frau Ziesinger hat schon gesagt, konstruktives Element, das ging ja jetzt auch weiter rum. Wir sehen jetzt erstmal eine Form der Eskalation, die wir alle in der Form kennen. Das hier ist einfach ein Beispiel dafür, aber wir wissen ja, dass Presse auch sehr eskaliert in diese teilweise ja spaltende Situation. Jetzt wollen wir gar nicht viel darüber reden, was hier zu sehen ist. Das nur als Beispiel. Aber kann Presse denn nicht auch das Gegenteil, nämlich gerade solche gesellschaftlich aufgewiegelten Situationen auch deeskalieren? Und wenn ja, wie? Vielleicht, Frau Supper, weil Sie ja auch diese Brücke haben zwischen Stadt und Land, was nochmal eine weitere Spannweite ist. Ich glaube, wir müssen da auch einmal über Sprache reden. Ich habe mir schon gedacht, dass ich wahrscheinlich mit so einem Beispiel komme und habe dann ehrlicherweise unangenehm berührt geguckt, wie oft wir das Wort Klimakleber verwendet haben, weil das ja auch so ein Framing ist, was gesetzt wurde in den vergangenen Monaten. Ich finde das einen schwierigen Begriff. Muss aber dazu sagen, wir haben ihn anscheinend auch in drei Texten verwendet, was bei vielen Texten, die wir so jeden Tag veröffentlichen, eben durchaus auch mal passieren kann, wenn in der Öffentlichkeit irgendwann dieser Begriff immer benutzt wird, aus bestimmten Gründen. Also ich finde das tatsächlich, das führt natürlich dazu, dass es eine gewisse Wahrnehmung dieses Themas gibt. Ich will jetzt gar nicht über die letzte Generation diskutieren. Ich glaube, das ist nochmal irgendwie ein Thema für sich in der Frage, sind diese ist die Art, wie der Protest funktioniert, eigentlich wirklich hilfreich für das Thema? Wie gesagt, wir sind natürlich irgendwie mit unserem Publikum sehr nah dran und die Leute sind sehr genervt davon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eher das Gegenteil bewirkt, als das, was sie eigentlich erreichen wollen. Was war jetzt nochmal Ihre Frage? Ihre Frage war, ob wir deeskalieren können. Ja, indem wir diese Aufregungsspirale nicht unbedingt mitgehen. Das führt so ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Also die Frage, wie sehr geht man diese Eskalationsstufen, die es in der öffentlichen Debatte gibt, mit als Medium, finde ich. Also wir haben da auch nicht bei allem mitgemacht. Ja, wenn ich unterbrechen darf, aber ist das dann schon deeskalieren oder ist das dann nur nicht miteskalieren? Also was nicht schlecht ist, wenn man nicht eskaliert. Also wenn man nicht eskaliert, ist nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, also ich kann jetzt für eine Regionalzeitung, ich weiß nicht, ob der Effekt, wenn wir einen Kommentar schreiben, der sagt mal, sagte bitte, ob das jetzt dazu beiträgt, dass die öffentliche Debatte runtergefahren wird, bin ich mir nicht so sicher. In regionalen Zusammenhängen, was Leipzig oder so betrifft, glaube ich schon. Also da kann sowas deeskalierend wirken. Mit welchen Formaten ich gute Erfahrungen gemacht habe mit dem Publikum, sind Pro-Kontra-Formate, in denen man versucht, die Aspekte aus
verschiedene Perspektiven zu begutachten. Auch dadurch kann man, glaube ich, deeskalieren, weil es nämlich zeigt, dass es eine Spannbreite von Wahrnehmung eines Themas gibt, wobei es nicht jetzt darum geht, über Fakten zu diskutieren, aber die Frage, ob eine Protestform wie der letzten Generation richtig ist oder was bewirkt oder nicht, das, da haben wir, glaube ich, Pro und Contra zugemacht zum Beispiel. Nur noch ganz kurz, weil Sie jetzt gerade das Pro und Contra sagen, da ist ja auch immer diese Gefahr der False Balance, die erstmal sehr gerne vorgeworfen wird, durchaus mit gewissen Gründen, also jetzt nicht der FAZ, sondern allgemein der Presse vorgeworfen wird. Jetzt nur, weil Sie das so sagen, kann so eine False Balance in einer gewissen Situation auch tatsächlich mal gezielt nicht das Problem sein, sondern eben deeskalieren, wenn Sie das so skizzieren, oder ist das diese Gefahr, die nicht passieren sollte? Am Ende ist ja jede Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, eine Entscheidung dafür, wie wir das Thema aufbereiten. Ne? Also False Balance, mit dem Begriff habe ich so meine Schwierigkeiten, weil es auch so ein Kampfbegriff zum Teil geworden ist. Aber ja, natürlich, jede Entscheidung, die wir treffen, wie wir ein Thema machen, führt dazu, wie die Menschen, die das konsumieren, darauf schauen. Jetzt mal ein Beispiel, ist jetzt nicht ein Klimabeispiel, aber um das einmal zu verdeutlichen, weil es jetzt vor ein paar Tagen war. Michael Kretschmer redet seit Wochen zum Thema Asylrecht und redet auch viel sehr populistische Sätze. Wir können die jetzt einfach reproduzieren und sagen, Herr Kretschmer sagt und jemand sagt etwas dagegen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das journalistisch kompliziert zu machen und sehr aufwendig. Und wir haben diese ganzen Thesen rausgeschrieben und haben sie gecheckt. Jetzt wissen wir auch, dass da muss sich jemand dann die Mühe machen und das lesen wollen. Aber das war jetzt für uns die Setzung, wo ich sage, das finde ich deeskalierender, wenn wir den Begriff verwenden wollen, als jetzt nur zu reproduzieren, was oberflächlich diskutiert wurde. Ich glaube, das kann man auch wahrscheinlich auf viele andere Themen auch anwenden. Ich finde das total interessant, die beiden Beispiele. Und ich denke, gerade wenn man sich anguckt, wie das Thema letzte Generation behandelt wird und Ihre Frage, könnte man auch deeskalieren? Ich glaube, da sieht man so einen anderen Effekt, der da eintritt. Also ich habe in so vielen Medien Artikel gelesen von RechtswissenschaftlerInnen, die gesagt haben, das ist völlig in Ordnung, was die machen und das ist okay, und irgendwelche Kommentare, die gesagt haben, ja, aber das muss man doch verstehen und schlimm, dass es so weit kommt, dass die jungen Menschen auch, also eigentlich, ich glaube, proportional wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber bestimmt nicht weniger als Kommentare, die in die andere Richtung gingen. Und ich glaube, da funktioniert was anderes. Also das ist ein anderer Echoraum, der da aufgemacht wird. Da sind andere Emotionen, die sind ziemlich unmittelbar, ziemlich hart. Das funktioniert richtig gut. Es wird auch weiter transportiert. Die Politik spielt da auch unglaublich mit. Und da verbreitet sich dann eigentlich auch nochmal eine andere Emotion. Also ich finde, da kann man jetzt, man kann sagen, gut, die Springer-Medien waren da jetzt ganz klar in ihrer Haltung und die sind da auch richtig reingegangen. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass die Medienlandschaft generell sich nicht auch immer wieder geguckt hat, gibt es da andere Ansichten dazu, wie geht man damit um, was wird da gedacht. Ne? Das ist also eher so dann wieder das Thema Emotionen, negative Emotionen, das da kommt und das da ganz stark bedient wird. Und die Überlegung eben mal nicht nur diesen He-Said-She-Said-Journalismus zu machen. Das ist, glaube ich, so die ganz große Krux und das ist halt auch das Problem, was im Moment in der Berichterstattung über ganz viele Klimathemen so richtig zum Tragen kommt. Denn Klimathemen sind jetzt, weil so Klimapolitik so wichtig geworden ist, sind halt politische Themen. Und unsere politische Berichterstattung läuft einfach ganz oft nach diesem Prinzip. Er sagt, sie sagt und dann sagt er noch was viel Lauteres und viel Schlimmeres. Und es geht überhaupt nicht darum, dass man das mal einordnet und sagt, okay, er sagte das und das, war aber falsch, weil... Ist man sich da eigentlich im Journalismus, also ist eigentlich, ich gehe von aus, aber ist man sich da eigentlich auch bewusst, dass ganz viele Politikerinnen und Politiker genau wissen, dass das so gesagt wird und dann einfach Worte raushauen, weil sie wissen, die werden dann so gedruckt und damit Einfluss nehmen? Ja, also mein Wunsch wäre, auch wenn das nicht immer einfach ist, sich davon möglichst zu emanzipieren. Ihre Frage war ja, wie kann man zu, also nicht eskalierend wirken, und zwei Dinge sind da, glaube ich, immer hilfreich, also als Grundregel Differenzierung, und die kann man hineinbringen, wenn man eben nicht nur Sichtweisen von Politikern und Politikerinnen wiedergibt, sondern eben auch Fachleute zu Wort kommen lässt. Beim Thema Heizungsgesetz scheint es mir so zu sein, dass die Fachwelt
die sich jetzt also mit Heizsystemen auskennt, sehr weit entfernt ist von dem, was im Bundestag teilweise gesagt wird. Und ein ganz anderer Strang ist mal zu schauen, was passiert denn eigentlich außerhalb unseres wunderschönen Landes. Auch das kommt wenig zu Wort, dass in der Schweiz, in New York, in ganz Skandinavien alle schon super glücklich sind mit Wärmepumpen. Und das hat diese Länder auch nicht zerrissen. So, dann haben wir natürlich das Problem, wie finanziert man diesen Journalismus? Auslandsjournalismus ist teuer, zumindest ist das eine Möglichkeit, deeskalierend und im Sinne einer lösungsorientierten Debatte zu wirken. Und das wollen ja die Leserinnen und Leser. Die sagen ja, die sind ja durstig. Die wollen wirklich Lösungen. Ja? Ja, gerade bei dieser Finanzierungsfrage ist ja vielleicht dieses gesamte Ökosystem wieder ein interessanter Ansatz. Was ein Medium nicht leicht finanzieren kann oder nicht genügend, können zwei oder drei quer finanzieren. Wobei natürlich dann auch wieder die Konkurrenz in Frage ist. Ne? Wie macht man das? Gibt es sowas? Passiert sowas? Ich habe da nicht den Einblick. Also dass zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sich Süddeutsche und Tagesspiegel oder MDR, LVZ zusammentun und sagen, okay, wir würden das gerne unabhängig voneinander irgendwo setzen, aber wir können es nicht finanzieren, können wir dann nicht zusammenarbeiten? Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Arbeit nur sagen, diese Kooperationen gibt es, die gibt es in der Regel. Wir sprechen dann von projektbezogen, also es gibt dann Thema, da bietet es sich an, aufgrund der Komplexität oder der Verortung oder der Vielschichtigkeit des Themas, dass da externe Partner ins Boot geholt werden. Das gibt es nicht nur projektbezogen, das gibt es auch als stehende Rechercheverbünde zwischen, das beste prominente Beispiel ist ja Norddeutscher Rundfunk, Süddeutsche Zeitung und WDR haben dieses Recherchenetzwerk. Wir haben das aber auch immer mal wieder, da muss ich jetzt dazu sagen, aus meiner Wahrnehmung geht es da seltener um die Schließung von finanziellen Lücken, als eigentlich darum, dass unterschiedliche journalistische Sichtweisen, zum Beispiel regionale Kompetenzen mit internationalen oder unterschiedliche Fachressorts oder so miteinander verbunden werden. Aber das geht's schon. Und also ich kann jetzt nur für uns als MDR sprechen. Ich kann es ja sagen, natürlich hat das viele Vorteile für uns, dass wir beitragsfinanziert sind, unter anderem den, dass wir andere Medien nicht zwangsläufig zuallererst als Konkurrenten betrachten müssen, sondern eigentlich immer als Ergänzung. Das ist ein großer Vorteil und dazu kann ich nur sagen, das sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch viel stärker nutzen. Als Ergänzung noch, es gibt viele solcher Kooperationen. Es gibt eine gemeinnützige, ich glaube, es ist eine Stiftung, Korrektiv, die vor allen Dingen sich übrigens auch mit Lokalredaktionen viel vernetzen, die auch zum Thema Klima viel machen. Das heißt, es gibt oft dort Rechercheansätze, die mit etwas, die eine Grundrecherche machen und dann andere gerade kleinere Medienhäuser dazu holen und die können auf der Recherche aufsetzen und das zum Beispiel lokal weiterführen, was ich sehr gut und sinnvoll finde, gerade für kleinere Häuser. Und für uns ist es zum Beispiel so, wir sind eben auch Teil eines Netzwerks, was wir selber als Mediengruppe gegründet haben, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das heißt, ich habe hier zwar wir haben eine Zeitung, in der auch überregionale Berichterstattung, auch Klimaberichterstattung vorkommt und politische Berichterstattung aus Berlin. Die machen wir aber nicht hier in Leipzig, sondern die machen wir im Verbund mit Kolleginnen und Kollegen des Redaktionsnetzwerkes. Da gehört auch die Ostsee-Zeitung dazu und die Hannoversche Allgemeine. Das sind Kollegen, mit denen wir uns auch jeden Tag abstimmen zu den Themen, die wir machen, um zum Beispiel auch Ost-West-Perspektive mit reinzubringen und solche Dinge. Das heißt, da haben wir uns schon untergehakt und wir werden jetzt zum Beispiel als nächstes Projekt mehrere Reporter aus den unterschiedlichsten Redaktionen europaweit losschicken und so eine konstruktive Geschichte machen, weil das Thema Verkehrswende uns überall umtreibt, in den größeren wie kleineren Städten. Dass wir mal in europäische Städte schauen, wo schon Dinge umgesetzt wurden, über die wir hier jetzt diskutieren. Also in Leipzig großer Aufreger auch wieder, oder je nachdem, welche Perspektive man fragt, dass es jetzt den ersten Superblock gibt im Leipziger Osten, ist in anderen Städten schon sehr viel gemacht worden. Kann man sich ja mal angucken, wie das da kommuniziert wurde, wie das da ankommt, wie die Erfahrungen über die Jahre sind. Solche Dinge
Das würde ich jetzt als einzelne Zeitung wahrscheinlich so nicht angehen. Also ich würde nicht einen Reporter in 5 europäische Städte schicken, aber wenn ich einen Reporter schicke und die anderen auch jeweils einen, dann geht es irgendwie besser. Vorhin ist der Begriff Klimakleber gefallen, da würde ich auch nochmal kurz... Ist der wirklich nur negativ? Also ich habe auch tatsächlich aus einer Ecke schon gehört, dass das auch ein bisschen als Framing quasi wie eine Marke schon genutzt werden kann. Ist natürlich auch eine Meinung, die man erstmal so sehen muss, gar keine Frage. Aber würden Sie sagen, dass da auch eine Chance drin steckt, solche Sachen zu okkupieren vielleicht, wenn es erstmal von der einen Seite kommt, zu sagen, wir benutzen es auch in Framings um? Weil in der Welt ist es natürlich. Also ich würde sagen, es ist eine journalistische Tugend, Dinge immer auch von der anderen Seite zu betrachten. Also das wäre ein schöner erster Satz vielleicht für die erste Stunde an der Journalistenschule. Aber das gilt letztendlich für jedes Wort. Ich meine, Klimawandel oder Krise, das sind einfach praktische Begriffe, in die kann man vieles reinpacken. Und die Kunst ist eigentlich... und vielleicht ist das eine Aufgabe für Redaktionen, wie schaffen wir Routinen, die es belohnen, dass wir gewohnte, eingeschliffene Begriffe immer wieder hinterfragen und sezieren, was steckt da eigentlich drin. Also ja, das fängt bei Umfragen an. Die Tagesschau hat mal berichtet über CO2-Steuer, da war die Überschrift... nur 35% der Deutschen sind dafür, dass CO2 einen Preis kriegt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo das kaum in der politischen Debatte war. Da hätte man auch genauso schreiben können, schon ein Drittel der Deutschen ist dafür, dass CO2 teurer wird. So, und da ist halt die Frage, wie kann man da das Bewusstsein schärfen, dass man in jeder Redaktionskonferenz da frisch drauf schaut, ja? Da gibt es vielleicht mentale Übungen und ja, also ich glaube, das ist eine Frage, wie baut man sich da Routinen? Ich glaube, Sie haben das vorhin gesagt, auch mit dem Status quo, den man eigentlich ganz gerne hat und den man ja auch beibehalten möchte. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was bei uns in den Redaktionen durchaus auch vorherrscht. Da gibt es ja auch ganz viele Menschen, wir sind ja auch nur Menschen, die eben auch eigentlich sagen, so, ich habe eigentlich jetzt vielleicht sogar schon 20, 30 Jahre lang über eine bestimmte Politik, über eine bestimmte Art des Lebens berichtet und jetzt soll das einmal alles falsch gewesen sein und jetzt erzählen mir da Leute, es muss alles ganz anders gehen. Das sehe ich aber nicht so. Also ich glaube, das ist auch so ein Mindset und auch eine Frage der Information und des Wissens, was wir auch in den Redaktionen selber haben. Und das ist natürlich toll, wenn man dann auch eine Chefredakteurin hat, die sich selber intensiv mit dem Thema befasst. Aber ich würde mal behaupten, das gibt es jetzt vielleicht nicht in jedem Medienhaus oder in unterschiedlich ausgeprägten Formen. Und dann hängt es auch sehr viel stärker wieder von einzelnen Personen ab, was gemacht wird oder nicht und wie stark das dann auch insgesamt gewichtet wird. Aber auch welche Widerstände hat man? Man will was erreichen und das sind ja durchaus Widerstände, die können tatsächlich einfach mentaler Natur sein, eingeschliffene Strukturen, Arbeitsstrukturen und so weiter und so fort. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie da was verändern in der LVZ? Kämpfen Sie viel? Gibt es viel Goodwill? Oder wie ist das Bild? Also tatsächlich ist das ja mein Hauptjob seit fast einem Jahrzehnt jetzt, zu versuchen, Redaktionen, einen Wandel in der Arbeit in Redaktionen herbeizuführen. Ne? Also unsere große Herausforderung ist der digitale Wandel natürlich. Und aus meiner Sicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr um die digitale Transformation geht, sondern es geht um eine Inhaltetransformation. Weil auf welchem Kanal wir ausspielen, ich glaube, wir sind uns jetzt alle einig, dass wir ins Internet Texte schreiben. So die Diskussion hatte ich vor 10 Jahren noch, das haben wir jetzt nicht mehr. Sondern die Frage ist jetzt, was schreiben wir denn eigentlich ins Internet rein? Und natürlich, das ist wie bei jedem Veränderungsprozess, was jeder auch aus dem persönlichen Leben kennt. Ganz banal, ich will mit Rauchen aufhören, meine Ernährung umstellen. Es braucht eine Zeit, bis man sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnt. Und was ich erlebe bei der LVZ, und da bin ich sehr dankbar drüber, ist, dass die Kollegen wirklich Lust haben, Sachen zu verändern. Und das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass man erklären muss, also es ist ja immer die Frage, wie man Veränderungsprozesse moderiert und wie man sie angeht. Und es
ist, glaube ich, auch in solchen Veränderungsprozessen wichtig, dass man den Kontext erklärt. Also sowas wie, dass sich Nutzerverhalten ändert, dass sich unsere Zielgruppen, dass die anders auf Themen gucken. Das ist doch alles als Kontext wichtig, um, dass ich als Reporter darüber nachdenke, wie ich meine Arbeit mache. Und dass wir eben nicht mehr einen, ich nenne es immer den gedruckten Zeitungsfortsetzungsroman schreiben, wo wir jeden Tag schreiben, was es jetzt irgendwie Neues zu dieser einen Baustelle, Brücke oder sonst irgendwas gibt, sondern dass es Menschen, die im Netz Nachrichten oder Informationen konsumieren, wahrscheinlich zu diesem Thema nur einen Text lesen. Das heißt, der muss den gesamten Kontext haben. Das heißt, wir lassen vielleicht die Zwischenschritte auch einfach mal sein und verwenden unsere Kraft auf die Tiefe für das eine Thema. Das bedarf viel Kommunikation und viel darüber reden und viel erklären. Und was ich versuche in Konferenzen, wo wir das eben hatten, ist, ich nehme manchmal immer die komplett gegenteilige Meinung ein der Konferenz. Also wenn alle irgendwie sich einig sind, dass man das jetzt so und so sehen kann, ich bin oft gar nicht unbedingt der anderen Meinung, aber ich sage, man könnte jetzt aber auch sagen so und so. Und dann, dass wir nochmal und auch so versuchen, wieder zu justieren, kann man das auch anders sehen. Wirklich jetzt mal ab vom Klimathema, sondern es ist was sehr Grundsätzliches. Das finde ich extrem wichtig, um, dass wir auch eben, um diesen Begriff doch nochmal zu benutzen, nicht in eine False Balance geraten, weil wir uns im Redaktionskontext alle so einig sind, die wir alle irgendwie im Leipziger Cityring wohnen, sondern dass wir eben auch die anderen Perspektiven mit reinnehmen, finde ich extrem wichtig. Herr Schlechter, vielleicht ähnlich die Frage auch an Sie. Ihre Arbeit bei MDR Wissen jetzt natürlich auch ein bisschen um das Klimathema rum, um Biodiversitätsthema rum. Wie wirkt das in den gesamten MDR rein? Vielleicht auch andersrum, wie bremst die Wirkung aus dem gesamten MDR, vielleicht nicht im gesamten, aber auch wieder anderen Teilen außerhalb des MDR-Wissens, die Arbeit des MDR-Wissens, also gerade diese internen Prozesse? Wir haben unterschiedliche, um es ganz transparent zu machen, der MDR hat wie jedes große Medienunternehmen bestimmte Unternehmensziele. Da sind ein paar relativ einfach. Auch wir müssen uns jeden Tag daran messen, dass genug Menschen unsere Inhalte konsumieren. Ob öffentlich-rechtlich oder nicht, wenn sie das nicht tun, dann machen wir unseren Job falsch. Und dann kommen noch andere Ziele da hinzu. Wir sprechen da häufig von sogenannten Public-Value-Zielen, dass wir zum Beispiel beim Thema Klima, dass wir das Thema anders erzählen, als wir, Sie haben es vorhin erläutert, wie so ein klassisches Politikthema mit Für und Wider, He said, erläutert wird, sondern dass hier schon klar gemacht wird, über welche Werte es hier keine Diskussion mehr gibt. So. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist jedes Format im MDR natürlich davon getrieben, dass es irgendwie um die Aufmerksamkeit der Leute konkurrieren muss. Und ein für mich persönlich ganz großer Erfolg in den letzten Jahren, was das angeht, war, dass das Boulevardmagazin Brisant, das in der ARD läuft und vom MDR produziert wird, dass die eine Klimarubrik ins Programm mit aufgenommen haben. Weil es brisant ist, haben sie die natürlich Klimax genannt, okay, aber zumindest, es kommt im Boulevardmagazin der ARD jetzt immer regelmäßig das Thema Klima drin vor. Und da haben wir uns sehr gefreut, weil das ein Schritt dahin ist, es als Querschnittsthema endlich zu sehen und nicht als ein Nischen- oder Teilbereich oder als ein Partikularthema. So. Auf der anderen Seite, natürlich schlägt es uns an vielen Stellen auch entgegen, was wir alle in den letzten Jahrzehnten haben geschehen lassen, dass Leute sich darüber einfach aufregen. Und auch ich lese die Zuschauerpost regelmäßig, ich muss sie ja auch mit beantworten. Und ja, es ist leider eine Realität, dass wir so gefühlt, ich weiß nicht, ob es jetzt 2% sind oder 5, aber da hat man das Gefühl, die hassen grüne Themen. Das ist leider so. Ja? Aber wir sind ja trotzdem eine Demokratie und auch diese Menschen haben ein Recht darauf, das zu äußern und haben ein Recht darauf, eine Antwort zu bekommen. Die bezahlen ja auch einen Beitrag. Ne? Aber da merke ich dann, ja, ich dringe da nicht durch, egal wie ich arbeite. Aber haben diese Leute, ich meine, wir müssen ja davon reden, also es ist ja klar, der Klimawandel betrifft nicht nur die Leute, die sich dafür interessieren. Also haben diese Leute nicht auch ein Recht darauf, dieses Interesse geweckt zu bekommen? Also ja, letztlich zum Selbstschutz? Ja, also natürlich haben sie, auf jeden Fall. Und ich bin ja froh darum, immer noch besser mit ihnen zu streiten, als sie gar nicht zu erreichen, um Gottes Willen. Also ich denke dann immer noch, auch da, ich sage immer als allererstes, vielen, vielen Dank für, also als ich muss da häufig, da muss ich tatsächlich immer erstmal deeskalieren, denn immer wenn Menschen, Leute
ansprechen, die sie nicht sehen, dann benutzen sie Worte, wo ich so denke, wow, wenn ich dir gegenüberstehen würde, dann würdest du das wahrscheinlich nicht sagen, weil du Angst hättest vor der Reaktion. Aber dann erstmal zu sagen, vielen Dank dafür, dass Sie uns geschrieben haben. Ich freue mich darüber, mit Ihnen in Austausch zu kommen, wenn Sie möchten. Wir können mal telefonieren, das machen die nicht, ne? Aber wir können das trotzdem machen. Hin und wieder kommt es auch vor. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt der Reihe nach auf Ihre Punkte ein. Punkt A, da stimme ich Ihnen nicht zu, denn die Lage gestaltet sich aus meiner Sicht so und so und so. Das sind die Fakten und so weiter und so fort. Aber trotzdem zu sagen, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie uns schreiben. Denn natürlich denke ich mir, viel schlimmer ist es ja, wenn Sie es gar nicht sehen würden und sich nur noch in Ihrem eigenen Echoraum aufhalten würden. Nur kurz dazwischen, können wir bitte diese hässliche Folie wegmachen? Danke. Also ich sag mal polemisch, nichts ist bei Veranstaltungen der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung populärer, als sich den Kopf darüber zu brechen, wie man diese schlimmen, rechten, querulatorisch-leugnerischen Leute erreicht. Können wir uns mal bitte von der Faszination mit dieser Ecke des Spektrums lösen? Das ist einfach nicht so relevant. Schauen wir doch auf die Leute, die besorgt sind, die handlungsbereit sind. Das ist die große, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung. Und es wird stark unterschätzt, wie sehr Menschen sagen, ja, wir sind bereit. Diese Bereitschaft, die ist natürlich nicht einfach bedingungslos, ja. Die ist auch nicht, das ist kein Blankoscheck. Aber damit können wir arbeiten. Und ich habe an mehreren Fokusgruppen teilgenommen, wo das sogenannte wütende Milieu eingeladen war. Sie können sich vorstellen, Fokusgruppen, da sind so 6, 8 Leute und da redet man so über alle möglichen Themen. Und ich war völlig von den Socken zu sehen, wie es den Menschen nahe geht, was in ihrem Kleingarten passiert. Ja? Das heißt, es gibt bei Natur, Umwelt, Klima auch Ebenen, da sind auch Menschen, die man in ganz schlimme Ecken steckt, da sind die auch, da ist etwas. Ja? Und das muss man auch erstmal gelten lassen und darf nicht einfach das so abtun. Das heißt jetzt überhaupt gar nicht, dass ich da nicht auch eine politische Gefahr sehe, ja, in rechtsradikalen Bewegungen und Parteien und Strömungen. Aber wenn wir Menschen zum Klimaschutz hinbewegen wollen, dann bitte schauen wir auf die, die da sind und die mitmachen wollen und adressieren die. Wir haben da ein ganz tolles Beispiel letztes Jahr gehabt. Das ist immer so ein bisschen blöd, weil es klingt jetzt nach ganz schrecklicher Eigenwerbung, aber tatsächlich mit ein bisschen Stolz. Wir haben letztes Jahr ein Multimedia-Projekt umgesetzt, das heißt Umwelt in Ostdeutschland. Und wir haben einen Grimme-Preis dafür gewonnen. Und ich glaube, weil uns da etwas gelungen ist, nämlich genau diese wütende Mehrheit, die uns normalerweise bei grünen Themen diese wütenden Zuschriften schickt, ja. In dieser Geschichte Umwelt in Ostdeutschland haben wir erzählt, dass der Umweltschutz in Ostdeutschland zum Zeitpunkt des Falls der Mauer katastrophal war. Viel, viel schlimmer als in den alten Bundesländern. Dass der Zustand heute aber besser ist als in den alten Bundesländern. Und wir erzählen es als das, was es war, nämlich als eine Leistung der Menschen in Ostdeutschland. Weil der Zustand so katastrophal war, auch wirklich wirksame Maßnahmen umzusetzen, die dazu geführt haben, dass der Zustand von Artenvielfalt und so weiter in Ostdeutschland heute tatsächlich besser ist als in den alten Bundesländern. Und das ist so ein Unterschied von, das ist ja nicht irgendwie eine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, das ist ein Fakt, aber man hätte es auch anders erzählen können. So war es auf einmal eine Leistung der Menschen hier und das ist erstaunlich. Also da war ich nach so vielen Klimadokus, ich war darauf eingestellt, auf die Hasstriade, die da kommen. Die kamen nicht. Die Leute haben es gefeiert. Leute, die gar nichts mit den grünen Themen am Hut haben, die haben das auf so eine lokalpatriotische oder regionalpatriotische Art und Weise genommen. Und da dachten wir uns, Mensch, das ist auch eine Art und Weise, das zu framen, dass man mal Leistungen herausstellt, um mal ein Beispiel zu nennen, was man diesem potenziell latent Anklagenden, was dann auch so viel Gegenwind provoziert, anders machen könnte. Ich würde gern auf ein Stichwort eingehen, nämlich das grüne Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie es exakt so gemeint haben, aber ich interpretiere es jetzt einfach mal so, denn das ist ja ein Phänomen, was gerade noch mal sehr verstärkt wird,
dass Klimaschutzthemen politisch ganz stark in die link-grüne Ecke gepackt wird. Und das ist ja ein Missverständnis eigentlich, ne? Also das Klima betrifft uns ja wirklich alle, egal ob es uns gefällt oder nicht. Und insofern kann man sich vielleicht darüber austauschen, was für Klimaschutzmaßnahmen sinnvoll sind oder was nicht. Aber dass man sich damit befasst, ist eben für alle relevant. Und das ist eben auch ein Phänomen, was in der Politik jetzt seit die Grünen mitregieren, noch mal sehr viel stärker auch von den politischen Parteien praktiziert wird, die so das Gefühl haben, alle Klimaschutzmaßnahmen, das zahlt dann letztlich aufs Konto der Grünen ein. Deswegen müssen wir gucken, dass wir uns da irgendwie anders positionieren, anders reingehen. Und dadurch ist die ganze Diskussion recht schwierig. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht auch wieder eine Aufgabe der Medien zu gucken, dass wir nicht in diese Falle reintappen. Und ich glaube, wir machen das einfach noch zu oft und sehen eben auch eher so diese Berichterstattung über Klimaschutzthemen so als, wenn man es ganz extrem formuliert, eben als Wahlwerbung für die Grünen an und haben das Gefühl, huch, jetzt sind wir ja parteiisch. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Lösung habe, aber der mir gerade so als Problem tatsächlich auffällt. Wie ist das denn in den Redaktionen? Kommt dann eher so die Tendenz vor, Klimathemen auch mal zurückzuzucken, weil man eben nicht schon wieder genau dieses Bild von ich mache grüne Wahlwerbung machen will? Oder wird dann einfach versucht, das anders zu setzen? Oder was sind da so die Erfahrungswerte? Ich tue mich jetzt schwer irgendwie mit grünen Themen. Ich würde es jetzt irgendwie als Umweltthemen oder Klimathemen bezeichnen. Das andere ist irgendwie politische Berichterstattung. Wie gesagt, wir haben ja eine Aufteilung bei uns bei der FAZ. Die politische Berichterstattung wird in Berlin gemacht von unserer Redaktion. Und dort, die das auch eigenständig entscheiden. Was wir hier vor Ort gucken, ich zucke nicht vor Klimathemen zurück, aber ich habe schon ein Gefühl für das Publikum auf den verschiedenen Kanälen in der Frage, in welcher Frequenz und in welcher Tiefe ich Themen angehen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel Erfahrung gesammelt, war ich relativ neu hier in Leipzig und ich war 5 Monate da und dann haben wir zum Frühjahr 2021 eine Fahrradserie gemacht, wo wir irgendwie wie Fahrradfahren in Leipzig, wie gut ist das, wie gut funktioniert das. Ich habe kübelweise Post bekommen von Lesern, die das gar nicht gut fanden, dass wir über so einen langen Zeitraum, also irgendwie 2 Wochen jeden Tag solche Themen gemacht haben. Da habe ich gelernt, okay, ich glaube, die Leute hatten gar nichts gegen das Thema, also natürlich gab es so ein paar Grundkritiken, aber ihm war diese Penetranz von wir machen da jeden Tag etwas, wie man Fahrrad fahren kann in Leipzig, das war denen zu viel. Das heißt, ich als Regionalmedium möchte immer so ein bisschen die Ausgeglichenheit gucken, um auch psychologisch die Menschen nicht zu überfordern. Ich glaube, das ist schon ein Aspekt. Das heißt, ja, es kann sein, dass ich mir entscheiden würde, das machen wir jetzt nicht das Thema, das machen wir nächste Woche. Und das hat aber eher den Grund, wie dringend wird wann damit am besten durch. Und die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. In Leipzig war ja vor, wie lange ist es her, vor 4 Wochen der größte der Weltfahrradkongress, VeloCity. Das war toll. Also wir hatten hier echt viele spannende Themen, die wir dann auch bearbeiten konnten, die gut ankamen. Also da habe ich erstmals nicht Post bekommen, die irgendwie fanden, dass wir zu viel gemacht haben. Also ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen auf die Balance drauf an und die richtige Taktung ist so mein Gefühl für mein Medium. Kurz noch, wie wichtig ist denn diese Post für zukünftige redaktionelle Entscheidungen? Ja, man muss auch immer gucken, das ist ja, man muss unterscheiden. Also Leserbrief, hier ist ja auch einer unserer Leserbriefschreiber, glaube ich, der häufiger mal auf Veranstaltung ist. Wir kriegen nicht mehr so viele Leserbriefe wie früher, weil natürlich das gar nicht mehr unbedingt die Art ist, wie Menschen mit einem Medium kommunizieren, sondern was wir viel haben, sind Social-Media-Kommentare. Das sind bei der FAZ bis zu 2000 Kommentare am Tag, die wir da lesen müssen. Briefe sind es nicht so viel und es sind auch oft immer Leute, die wir schon kennen. Das heißt, auch da muss man das in Balance setzen zu dem der Mehrheitsmeinung vielleicht. Ne? Also welche Texte werden eigentlich wie viel gelesen zu, wie viele Leute schreiben zu einem Thema denn dann einen Leserbrief. Das heißt, das muss man abwägen. Was wir viel versuchen, ist natürlich auch jetzt gar nicht nur in Leipzig, sondern auch in den Lokalredaktionen draußen, Gesprächsrunden mit den Leuten zu machen. Wir nennen das Stammtische oder Talkformate, die sind dann auch manchmal ein bisschen kleiner, wo man gut ins Gespräch kommen kann miteinander, um so ein Gefühl für die Menschen zu bekommen.
Weil unser Publikum ist schon wichtig und dann das geht ja auch dem MDR nicht anders, auch wenn sie beitragsfinanziert sind. Ich muss ja auch gucken, wenn keiner das lesen will, was wir machen, dann kauft ja auch keiner unsere journalistischen Produkte und damit kann ich die dann nicht mehr machen. Also das ist am Ende muss ich schon darauf achten, dass die Leute das interessiert, was wir tun und ich will ja auch nicht irgendwie an den Leuten vorbeischreiben. Mich würde ja brennend interessieren, was unser Publikum jetzt hier so gerade denkt und welche Hände wie zucken. Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde also erstmal, falls hier noch was zu sagen ist, ansonsten noch. Ja, doch, das muss man tatsächlich tun, weil ich weiß nicht, ob das allen Menschen klar ist. Das eine ist grundsätzlich ein sachlich nachvollziehbarer Beitrag von jemandem, für den man es macht, ist ja das Dankbarste, was man so mitkriegen kann. Ich habe schon so viele gute Themenhinweise bekommen, die mir meine Arbeit leichter gemacht haben. Das ist das eine Ende des Spektrums. Das andere Ende des Spektrums ist es, dass das bei uns natürlich sich noch mit anderen Dimensionen vermischt. Also Menschen, die sich sehr darüber aufregen, dass es Maßnahmen gegen den Klimawandel gibt und die da meinen, die klassischen Leugner, haben in der Regel bei uns eine Schnittmenge mit den Menschen, die auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage stellen. Das fragen Sie mich nicht warum, aber das ist eine reale Schnittmenge. Und da gibt es in einer kleinen, sehr kleinen Gruppe einen großen Professionalisierungsgrad. Die wissen ganz genau, welche Schlagworte sie in eine Zuschauerbeschwerde reinschreiben müssen. Und die wissen auch, an wen sie es adressieren müssen. Die schicken das nämlich nicht an mich, die schicken das an die Adresse unserer Intendantin von Carola Wille. Und dann schreiben die da rein, liebe SED-Intendantin Frau Wille, ich sehe in Berichterstattung XY einen Rechtsbruch nach Paragraph so und so, so und so, so und so. Ich erwarte eine Antwort innerhalb von 14 Tagen. Das machen die nicht, weil sie ernsthaft etwas Sachliches damit bezwecken wollen. Das machen sie, weil sie wissen, dass sie damit im MDR einen Apparat lostreten, der lähmend für die tatsächliche Arbeit ist. Denn es steht in unseren Rundfunkstaatsverträgen drin, dass es dann da eine offizielle Befassung mitgeben muss, dass da die juristische Direktion sich befassen muss, dass der Rundfunkrat sich damit befassen muss und dass der Rundfunkrat eine koordinierte Stellungnahme dazu rausgeben muss. Das ist ein Rattenschwanz, der da dranhängt, der kann wirklich sehr viel Arbeitszeit binden, weil wir Redakteure das bedienen müssen. So, da muss man dann eine gewisse Robustheit haben und tatsächlich sagen, wir kennen diesen Mechanismus und wir antworten da jetzt nicht drauf. Dann eskalieren die das aber weiter. Dann spielen die das 3-4 Mal und da kann man nur hoffen, dass der Rundfunkrat dann das auch so sieht oder nicht sagt, nee, gerade befassen wir uns jetzt mit. Weil dann hat man ganz schnell ganz viel Arbeitszeit verloren. Das kommt tatsächlich auch vor. Gut, dann wollen wir den Publikumsapparat nicht weiter lähmen und die Fragen öffnen. Dazu erstmal noch einen Satz. Bitte keine langen Statements, sondern Fragen und wenn sie gezielt an eine Person gerichtet ist, dann bitte auch die Person erwähnen. Und jetzt Hände hoch, ich glaube, hier haben wir schon lange hoch. Oh. Können wir das bitte nach Reihenfolge machen? Danke. Ja, okay. Bitte laut reden. Also ich bin aktiv bei... Zur Einordnung, ich bin aktiv bei Parents for Future Leipzig, Steff Peschel ist mein Name, genau, und ich beschäftige mich tatsächlich schon seit mehr als 15 Jahren mit Medien und ich muss jetzt trotzdem ganz kurz einleiten, damit Sie verstehen, wo ich hin will. Also tatsächlich habe ich vor 2018, 2019 nicht wirklich viel mich mit Klimathemen auseinandergesetzt, wenn ich es überhaupt so wahrgenommen habe, sondern tatsächlich ist das halt durch Fridays for Future halt bei mir auch in die Welt halt eingetreten. Und ich nehme das tatsächlich, ehrlich gesagt, so wahr, dass es halt auch einfach vorher nicht in dem Sinne halt öffentlich kommuniziert wurde, wie es vielleicht ausreichend gewesen wäre. So, ne? Also ich sehe halt tatsächlich auch, dass die Existenz von Fridays for Future und auch nach wie vor die weiteren Gruppen, die auch jetzt noch mit radikaleren Maßnahmen halt irgendwie nachkommen, auch so ein bisschen als Kritik, die sich der Journalismus auch anziehen muss. Ne? Also und
Ich habe jetzt drei Fragen, die aufeinander aufbauen. Also das erste ist tatsächlich, ich würde gerne wissen von jedem, wann ist Ihnen das klar geworden, sozusagen, dass viel zu wenig passiert im Journalismus, in der eigenen Arbeit, was Sie tun oder was Ihr Stand halt tut? Das andere ist halt tatsächlich, wie sieht denn der optimale Journalismus aus, wenn man sich den jetzt quasi mal irgendwie skizzieren könnte, der tatsächlich ausreicht, um halt der ganzen Sache halt gerecht zu werden? Und dann will ich natürlich auch gerne wissen, wo sehen Sie sich da irgendwo, keine Ahnung, prozentual auf diesem Weg sozusagen, um dahin zu kommen? Und vielleicht ganz kurz an MDR Wissen. Also mir ist natürlich klar, irgendwie MDR Wissen ist meiner Meinung nach irgendwie ihr macht super Arbeit. Da wäre es natürlich wichtig, sozusagen das einzuordnen, ob das ausreicht, ob MDR Wissen halt schon ausreichend Teil des gesamten MDRs ist in dem Sinne. Ich nehme das mal am Anfang an, die Frage zu beantworten. Ich habe Ich bin bei MDR Wissen seit jetzt 5 Jahren. Ich bin seit jetzt kurzem stellvertretender Redaktionsleiter. Und das ist für mich die erste Frage, dass das Wanns ist aus der besonderen Perspektive gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir als Wissenschaftsredaktion haben wir vor 8 Jahren unsere Kernthemen für die Langfristberichterstattung identifiziert. Und da war Klima schon dabei. So, also ich glaube, wenn wir diese Analyse ein paar Jahre früher gemacht hätten, wäre es auch schon so gewesen. Aber ich selber betreue seit 2016 mindestens eine Klima-Doku pro Jahr. Das werden jetzt eher mehr, eher 2 oder 3 pro Jahr. Und so Sachen wie der wöchentliche Klima-Newsletter und die Klimaberichterstattung im linearen Fernsehen und im Audiobereich und so, die werden immer mehr. Das merken wir auch, weil wir sie machen müssen. Ich glaube, ich gebe Ihnen recht, wenn ich auf den gesamten MDR gucke, dann hat Fridays for Future stark dazu beigetragen, dass man es als eben so ein Querschnittsthema wahrnimmt. Und ich erinnere mich selber noch an Diskussionen, die ich mit anderen Ressorts geführt habe, wo so Fragen aufkamen wie Fridays for Future, Mensch, könnten die das, wenn es denen so wichtig ist, dann könnten sie es doch an einem Samstag machen. Wo ich dann sagen musste, naja, aber ein Protest, der niemanden stört, der bringt nichts. Der ist vollkommen sinnbefreit. Ja. Aber das war der Tenor, als das gerade losging. Und das stand sehr sinnbildlich dafür, dass das als ein Partikularthema wahrgenommen wurde. So. Bei der zweiten Frage, dann kann ich es nämlich gleich einmal rund machen. Da glaube ich, dass die optimale Berichterstattung aus 3 Elementen besteht. Ich glaube, das erste, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber es liegt mir wirklich auch am Herzen, ist einmal, es wirklich als ein Querschnittsthema zu betrachten und nicht mehr zu sagen, aus Klimawandelsicht oder aus klimatologischer Sicht, aber aus wirtschaftlicher Sicht und aber aus politischer Sicht und aber aus gesellschaftlicher Sicht. Nein, das wirkt sich, das ist die Rahmen, das ist eine unverrückbare Rahmenbedingung für alle Berichterstattungsformen, würde ich sagen. Ja? Soweit, dass MDR Kultur, die finden das jetzt total toll, sich mal mit Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb auseinanderzusetzen, wegen des Klimawandels. So. Zweite Säule einer optimalen Klimaberichterstattung, glaube ich, dass man von diesem naturwissenschaftlichen Fokus wegkommen muss und das viel stärker auch auf die psychologische Ebene heben muss. Und dass man mit den Gefühlen, die das bei Menschen auslöst, aktiv umgehen muss. Wir müssen aktiv damit umgehen, dass die Leute von der Negativspirale die Schnauze voll haben, dass sie verunsichert sind, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie Orientierung brauchen und so weiter und so fort. Und als dritte Säule würde ich sagen, muss man dazu ergänzend immer Lösungen aufzeigen, die tatsächlich greifbar sind. Denn so ein klassischer journalistischer Ausgang einer Geschichte, wenn man nichts Besseres weiß, ist, dass man immer mit einem Appell endet. So nach dem Motto, jetzt haben wir ganz viel gezeigt und jetzt liegt es an der Politik, etwas zu ändern. Das können wir besser. Wir müssen immer auch irgendwie dazu in der Lage sein, was Konkretes, was man als Lösung mitnehmen kann, aufzuzeigen. Ich war vorher Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen in Brandenburg und ich glaube, dass da so mein erster Moment war, wo ich gemerkt habe, das ist ein großes Querschnittsthema und das war bei den riesengroßen Waldbränden in Brandenburg 2016, 2017 war das, glaube ich. Also auch relativ spät, kann man sagen.
was so verheerend war und so greifbar plötzlich, dass ich mich danach gefragt habe, wie man das vorher nicht sehen konnte. Das ist, davon abgesehen ist in Potsdam ja das Klimafolgenforschungsinstitut. Das heißt, man hat da ohnehin viel mit den Experten, den weltweiten Experten zu tun. Das war für mich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Um das nicht alles zu wiederholen, was die Kollegen richtig gesagt haben, ich würde es mal auf Lokaljournalismus fokussieren, weil das so das ist, was ich hier verantworte und überblicken kann. Ich glaube, ich finde das auch wichtig, lösungsorientiert zu sein, und ich finde es wichtig, die Dinge zu hinterfragen. Also so ein Beispiel, wenn die Stadt sich hinstellt und sagt, wir wollen Zero Waste City werden oder bis Zeitpunkt XY klimaneutral, nicht einfach nur aufzuschreiben, ah super, ihr habt im Stadtrat gesagt, dass ihr das machen, sondern dran zu bleiben, dass ja auch ein Stück weit, dass wir das monitoren, immer wieder überprüfen, und dass wir auch ein bisschen zum Teil die Politik vor uns hertreiben und immer wieder nachfragen und gucken, was passiert denn eigentlich genau und was ist denn damit gemeint? Denn es ist mal so schnell dahergesagt, genau wie sich ja vor ein paar Jahren alle irgendwie als die den Klimanotstand ausgerufen haben, die Städte. Da lag oft nicht mehr hinter als, super, wir rufen den Klimanotstand aus, dann ist aber nichts passiert. Und wenn der Journalismus und der Lokaljournalismus da dann nicht angreift und das hinterfragt, dann machen wir, glaube ich, einen Fehler. Genau wie, Sie haben gerade gesagt, dann verweisen wir an die Politik. Auch da gehört es wieder dazu zu differenzieren und nicht darauf reinzufallen, dass die eine Politikebene an die andere Politikebene verweist. Das ist zum Beispiel im Lokalen passiert es sehr oft, dass wir Kommunalpolitiker verweisen aufs Land, das Land verweist an den Bund, der Bund sagt, Europa ist schuld, also so, und dann am Ende hat man irgendwie nichts davon so richtig gelöst. Also da auch ein bisschen zu entwirren und im Zweifel zu sagen, welche Ebene kann eigentlich was machen und was erreichen, das halte ich auch eine Aufgabe für uns. Dritte Frage, wie weit sind wir da schon? Immer am Anfang. Aber ich bin sehr stolz auf eine Redaktion, die diese Fragen stellt und sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden gibt. Dass das nicht jeden Tag immer in Gänze bei jedem von 400 Texten, die fast am Tag entstehen, gelingt, ist klar. Aber das Bewusstsein dafür ist da und von daher, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Sie haben gefragt, was ist guter Klimajournalismus? Da gibt es tolle Vorschläge. So ähnlich, es gibt ja auch die Frage, was ist guter Journalismus? Dafür gibt es den Pressekodex, da sind ein paar gute Hinweise, wie man das machen kann. Das gibt es inzwischen auch für Klima vom Netzwerk Klimajournalismus Österreich und vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland. Die gehen beide in recht unterschiedliche Richtungen. Das sind wirklich tolle Leitsätze, an denen kann man sich sehr gut orientieren. Wir selbst haben mit Psychologists for Future einen Leitfaden geschrieben, wie man über Emotionen in der Klimaberichterstattung, wie man damit umgehen. Diskussionsvorschlag. Ihre Frage, was hat Sie dazu gebracht, sich mit dem Klimathema zu beschäftigen, würde ich gerne umdrehen, zuspitzen und Ihnen zurückgeben. Ich würde mal annehmen, wenn ich Ihnen einen Kanister mit Altöl geben würde und ich würde Sie auffordern, schütten Sie das bitte im Park am Völkerschlachtdenkmal aus. Sie würden sich weigern, Sie würden sich ekeln, Sie fänden das absurd. Und daran knüpfe ich jetzt die Frage, was müsste passieren, dass Sie es eklig finden, in ein Auto mit einem Verbrennungsmotor zu steigen, und wo Sie einfach sagen, nee, das geht jetzt nicht. Das mache ich genauso wenig, wie ich das Altöl in den Park kippe. Ja? Also das finde ich, ich habe keine Antwort auf die Frage, aber ich finde die Frage spannend. Ich glaube, wir müssen es fühlen, dass wir anders mit diesem Klima umgehen müssen und da irgendwie rankommen. Ich unterschreibe jetzt einfach mal alles, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Aber ich würde noch gerne einen Punkt machen, weil das mir auch ziemlich klar gemacht hat, Fakten allein, die reißen es echt nicht. Und zwar Ihre Frage, wann habe ich denn zum ersten Mal für mich so wirklich gespürt, und da bin ich auch wieder beim Gefühl, weil ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass das Klima eben ein großes Thema ist. Ich bin schon relativ lang beim Tagesspiegel und ich habe lange Jahre eine hervorragende Kollegin gehabt, die schon irgendwie Anfang der Nullerjahre rauf und runter geschrieben hat, wie super problematisch das alles ist. Ich habe die Texte gelesen, ich habe viel mit ihr gesprochen und ich habe das zur Kenntnis genommen und ja, ist irgendwie so weitergegangen. Und dann hat es mich zum ersten Mal so richtig gerissen, und Sie werden jetzt wahrscheinlich lachen und mich für komplett unseriös halten, aber als Rezo sein Video rausgebracht hat. Das hat bei mir irgendwas
zum Schwingen gebracht. Und dann bin ich nicht mehr weggekommen. Und dann habe ich es gespürt. Und das sind eben so Punkte, die man treffen muss. Wir haben die nächste Frage hier. Ich würde das Mikrofon mal in zwei Sätze bitte zum Statement, das ist eine Fragestellung. Okay, also ich finde es erstmal gut, dass man jetzt langsam zu einem Thema kommt, Journalismus in der Klimakrise. Weil alles vorher war, naja, hat mir nicht so gut gefallen. Was mir grundsätzlich erstmal überhaupt im großen Maß missfällt und warum wahrscheinlich auch die Antwort zu finden ist, warum eigentlich so viele Klimagegner es gibt, ist, dass einfach nicht die Fakten vollumfänglich dargeboten werden. Die Frage ist, warum überhaupt Maßnahmen gegen eine Erhitzung? Das ist die grundsätzliche Frage. Die wurde nicht einmal hier gestellt, wurde auch nicht beantwortet. Das ist doch eigentlich meiner Meinung nach erstmal der Grundsatz. Man kann nicht immer den dritten Schritt machen oder den vierten, sondern man muss erstmal den ersten Schritt machen. Also die Frage, warum gehen Sie nicht auf dieses Thema ein? Ich würde zum Verständnis mal nachfragen. Ihre These ist, dass die Medien noch nicht ausreichend genug erklärt haben, dass der Klimawandel stattfindet. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nicht. Sondern was die Folgen für die Einzelnen sind. Und zwar jetzt nicht unbedingt, jetzt, dass wir höhere Lebensmittelpreise bezahlen müssen, weil wir sehen jeden Tag, sehen wir in den Medien, vertrocknete Äcker. Ja, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, es gibt weniger Lebensmittel. Das haben wir alles gelernt in der Schule. Angebot und Nachfrage. Also es geht vielmehr um die Frage... Was ist denn Ihre Frage? Vermitteln wir eine Frage bitte. Ja, warum eigentlich Klimaschutz? Ist Ihre Frage, warum wir Klimaschutz machen sollen? Ich glaube, ich habe die Frage von schon verstanden, finde ich auch erstmal sehr berechtigt, nämlich warum wird nicht viel offensiver den Leuten erklärt, was die Folgen des Ganzen sind, was wir hier mit dem Planeten tun? Ja, dann wird auch nicht richtig. Sehen Sie mal Ihre zwei Grafiken, die Sie am Anfang gezeigt haben. Das war wieder eigentlich falsch. Sie haben, wenn Sie es richtig gesehen haben, haben Sie die Todeszahlen von Corona gesehen, gezeigt am Anfang in der Grafik. Ist doch wahrscheinlich richtig, oder? Ja. Gut. Was soll uns das zeigen? Es gibt eine Krise, wir machen was und es wird wieder besser. Das heißt doch eigentlich gar nicht. Und dann auch gestern, heute interessant, ich finde es gut, dass es Klimax gibt. Ich habe gedacht, hoppla. Aber was ist immer der Tenor? Der Tenor ist immer, Moment. War die Frage denn so gemeint, wie ich sie gesagt habe? Weil natürlich, das wollte ich jetzt gerne beantworten lassen. Ja. Können Sie die Frage bitte nochmal kurz, also was ist die Frage? Die Frage ist, warum müssen wir überhaupt Klimaschutz machen? Es ist doch prima. Wenn ich bin, Sie sehen es mal an. Nee, also das ist die Frage. Ist Ihre Frage, warum wir Klimaschutz machen müssen? Ja, auch den Journalismus. Und dann auch er nicht. Nein, Moment. Also ist Ihre Frage, warum wir als Gesellschaft Klimaschutz machen sollen? Genau. Okay. Weil wir sonst als Menschen aussterben. Ja, aber das ist doch theoretisch. Das ist doch theoretisch. Was interessiert mich, wenn die Menschheit ausstirbt? Okay. Gut. Nein, das ist Ihre individuelle Sicht. Haben Sie Enkelkinder? Ich gebe Ihnen mal folgende Gedanken. Kommen Sie bitte zum Punkt. Wir würden dann, ich glaube, die Frage ist hinreichend beantwortet worden. Wenn wir keinen Klimaschutz machen, sterben wir. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ja, aber vielleicht können wir das später nochmal... Also ich weiß nicht, ob das zum Beispiel... Ich kann Ihnen eine Sache sagen. Was wir wissen aus der Interaktion mit den Menschen da draußen, dass sie, wenn wir es rein darauf kaprizieren, der Klimawandel findet statt, Punkt 1. Punkt 2, wir müssen was dagegen machen, weil Punkt 3, sonst kommt eine Katastrophe. Das führt bei den Menschen nicht zu dem, was sie sich vielleicht wünschen, dass sie aktiv werden und dass sie etwas verändern. Wir wissen es auch aus der psychologischen Forschung, dass jede Negativandrohung viel, viel weniger bei einer Masse wirkt, als man es vielleicht individuell sich wünscht. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Positivversprechen. Das wirkt dreimal stärker mobilisierend als eine Negativberichterstattung. Ich muss kurz dazwischen. Warten Sie mal kurz. Das ist nämlich noch aus dem Punkt. Also damit wir wirklich mal eine Frage zu beantworten haben, weil es ist ja auch nicht das Entweder-Oder. Entweder positiv framen oder negativ framen. Also was wir auch wissen ist,
bringe das Problem auf den Tisch, und zwar klar, aber bringe eine Lösung. Und ich nehme jetzt einfach die Frage, die ich verstanden habe. Entschuldigen, Sie haben jetzt lang geredet. Und ich glaube, die Frage entspricht auch ein Teil dem, was Sie wissen wollen, nämlich warum, also ob, oder ich würde so sagen, warum schafft es der Journalismus bis heute nicht, diese Problematik, in die wir rennen, wirklich flächig und in der Drastik zu vermitteln, plus aber auch mit Lösung wiederum handlungsfähig zu machen. Warum ist das immer noch so ein... Ja. Ich habe jetzt viel... Also ich habe da... Ja, bitte. Machen Sie gerne. Also, es gibt ein tolles Beispiel. Es ist jetzt eine sehr komplexe, große Frage, deswegen muss ich einen kleinen Moment ausholen. Aber es gibt ein tolles Beispiel, wie wir mit dem Phänomen Tabakrauchen umgegangen sind. Die Lektüre kann ich sehr empfehlen. Das waren amerikanische Kollegen, Wissenschaftshistoriker, die haben das Sachbuch Händler des Zweifels geschrieben, im englischen Original Merchants of Doubt. In diesem Buch zeigen die auf, wie wissenschaftlich irgendwann, ich glaube in den 50er Jahren, glasklar war, Rauchen führt zu Krebs, Rauchen tötet. Genauso wie der Klimawandel in den 80er Jahren, spätestens in den frühen 90er Jahren, glasklar gezeigt hat, glasklar wissenschaftlich evident war. So. Jetzt könnte man daraus folgen, es ist so glasklar deutlich, dass die Medien nichts anderes machen müssen, als diese Wahrheit immer und immer wieder zu reproduzieren und den Leuten immer wieder vor den Latz zu knallen und dann, ne? Aber was passiert ist in beiden Fällen, beim Tabakrauchen wie auch beim Klimawandel, ist, dass es hochgradig differenziert ist, wie die einzelnen gesellschaftlichen Player zu diesem Phänomen stehen. Denn es gibt sehr viele, und das sind nicht nur große böse Mächte, sondern auch ganz viele Individuen, die profitieren ganz einfach davon, dass der Status quo erhalten bleibt. Und die kämpfen dagegen an, dass der sich verändert. Und die kämpfen auch professionell dagegen an, dass es in den Medien nur diese eine, wenn auch faktische Wahrheit gibt, sondern die wollen auch, dass alles andere noch dazu gesagt wird. Und in diese Falle sind wir häufig reingetreten und das sollten wir zukünftig nicht mehr tun. Deswegen ist die Beispiel... Wir haben jetzt genug von Ihnen gehört. Wir würden das mal die nächste Frage bitte ran. Ja, Dankeschön. Die nächste Frage. Wir haben jetzt nicht... Nein, Sie kommen ja raus aus dem Palais der Sackgasse. Sie haben das nächste Beispiel erzählen. Ich habe auch eine ähnliche Frage eigentlich. Ich habe, also es ist Journalismus in der Klimakrise, ist unser Thema, aber Sie reden immer darunter von Klimathemen, Klimathema, Sie reden nicht von der Klimakrise. Wir sind in einer Klimakrise, nicht nur einer Klimakrise, wir sind in einer ökologischen Krise mit Massensterben, mit Verlust von Ökosysteme und Klimawandel, alles geballt. Und es geht um den Tod, Leben und Tod von unserer Zivilisation. Sind wir da einig? Ich würde das gerne wissen wollen von allen, von Ihnen allen. Und ist es Ihnen bewusst, wirklich bewusst, dass es darum geht und dass es in 10 Jahren, in 20 Jahren, wo wir uns befinden, ist es Ihnen allen bewusst? Weil ich habe das Gefühl, nicht nur die Gesellschaft verleugnet, aber auch Sie verleugnen einigermaßen, weil wenn Sie nicht verleugnen würden, würden Sie nicht von dem Klimathema reden als ein Randthema, weil wie kann es ein Randthema sein, ein Thema von allen anderen Themen mit Klima-Podcast, Klimadies, es geht wirklich um unsere Existenz. Ich würde gerne wissen wollen, ob Sie das... Ob das Ihnen bewusst ist und warum Sie damit so umgehen als ein Randthema unter allen anderen. Deswegen meinte ich gerade vorhin auf die Frage des Vorredners, dass wir es als Querschnittsthema betrachten müssen. Aber machen Sie nicht. Wenn ich, also wenn Sie uns meinen, dass alle Medien das nicht tun, das ist korrekt, das stimmt. Dann ist es falsch rübergekommen, das habe ich so nicht gemeint. Bei uns ist es genauso ein Querschnittsthema wie viele andere auch. Und natürlich ist mir die Dimension der Klimakrise bewusst, aber deswegen haben wir, glaube ich, auch viel versucht hier zu zeigen, wie die Psychologie der Menschen funktioniert, wenn wir diese Themen adressieren wollen. Und dieses jeden Tag quasi auf die Dringlichkeit der Klimakrise und die das so darstellen, wie sie es eben in ihrem Statement gemacht haben, das führt am Ende dazu, dass die Leute zumachen und nicht mehr das nicht mehr wahrnehmen. Das ist
das ist faktisch so, dafür haben wir auch sogar ein paar Studien gehört von den Kollegen. Das heißt, ich muss natürlich am Ende auch gucken, wie können wir die Leute erreichen. Und ich finde schon, und da haben wir vielleicht auch einen Dissens, dass die Leute auch das Recht haben, dass wir verschiedene Themen beleuchten. Und es gibt auch verschiedene Themen, die für andere Leute auch wichtig sind, wie die Klimakrise auch. Aber wir haben vorhin angesprochen, Ukraine-Krieg, die Folgen für Inflation und Energiepreise, das war letztes Jahr ein riesengroßes Thema. Das heißt ja nicht, dass das Thema der Klimakrise nicht mehr da ist, aber in dem Moment ist in der Lebenswirklichkeit der Leute das andere sehr präsent. Und das eine heißt ja, also wir hatten vorhin auch, Sie hatten das so plakativ gesagt, an dem Tag stand dann auch was zu Helene Fischer drin. Also es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir uns entscheiden, das eine Thema zu machen, das andere nicht machen, sondern wir versuchen ja, die Themen alle abzubilden. Ich stehe hier für eine Regionalzeitung. Wir haben hier einen Kollegen, der sich ausschließlich mit Klima beschäftigt. Für die Menschen, für die wir Journalismus machen, sind auch andere Themen wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir Klimakrise negieren. Das heißt auch nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen, genau wie bei Ukraine-Krieg oder so. Es ist immer eine Frage, Balance ist auch das falsche Wort, sondern wirklich, wie viel adressieren wir in welcher Frequenz? Und da haben wir vielleicht auch einfach unterschiedliche Meinungen zu. Ich würde nur gerne noch eine kleine Anmerkung dazu machen. Also ich denke, ich habe Sie dahingehend richtig verstanden, dass Sie sagen, wenn wir wirklich durchdringen würden, wie groß das Problem der Klimakrise ist, wie groß das Problem des Artensterbens ist, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht so hier entspannt sitzen und plaudern. Also ich glaube, zum einen ist vielleicht auch, also ich habe das Podium hier so verstanden, dass zumindest die, die jetzt hier gesessen sind, das sehr wohl sehr ernst nehmen und eben auch sagen, das ist wirklich eben durchdringt alles, alle Lebensbereiche und wir müssen das in allen Lebensbereichen aufgreifen. Also das war dann vielleicht auch einfach ein Übertragungshänger, der da stattgefunden hat. Aber wenn Sie sich angucken, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres seit mehreren Jahren immer wieder Informationen, Statements raushaut, die an Dramatik wirklich nicht zu überbieten sind. Und es hört einfach kein Mensch zu und es hat einfach auf die politischen Verhandlungen gar keinen Effekt. Gut, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn er es nicht gesagt hätte. Aber jedenfalls, danach geht auch sehr viel weiter wie vorher. Dann ist das vielleicht nochmal ein Beispiel dafür zu sagen, die Menschen und die Adressaten, an die wir uns wenden, und das ist auch ganz verständlich und natürlich, weil man hält es auch nicht aus, die ganze Zeit gesagt zu bekommen, dass die Apokalypse vor der Haustür steht, das ist auch nicht zu ertragen. Und da braucht es auch eine andere Art des Umgangs. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon die perfekte Lösung gefunden haben. Das hat, glaube ich, auch niemand gesagt. Wir sind immer am Anfang. Aber das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, den man da mit auch auf dem Schirm haben muss, denke ich. Um den Elefant im Raum, der damit zusammenhängt, nochmal anzusprechen, ist es nicht vielleicht doch mittlerweile an der Zeit, tatsächlich aus diesem, es ist ja dann letztlich weiter so, man macht Journalismus weiter so wie immer, man nimmt ein anderes Thema, man setzt es vielleicht auch vorne ran, Klimathema, Klimakrise, aber Risiken einzugehen, die einfach auch größer sind, also ich sehe jetzt nicht, das ist jetzt kein Vorwurf, bitte nicht falsch verstehen, aber ich sehe tatsächlich nicht, dass, also in keiner Presse, nirgends, dass Risiken eingegangen werden, wo man sagt, okay, wir setzen das Thema jetzt so hoch und wir wissen, wir verlieren dadurch Geld, wir verlieren dadurch Leserinnen, Leser, Hörer und so weiter, aber wir müssen es mal so setzen. Also ich nehme das anders wahr. Ich war in der letzten Woche oder vorletzten Woche 2 Tage in München beim Burda Verlag, der Verlag, der die Bunte herausgibt oder die Freundin oder den Fokus. Und da hat die Eigentümerfamilie gesagt, dieses Thema ist elementar wichtig. Wir müssen uns als Verlag damit auseinandersetzen. Und wenn Sie sich die Bunte anschauen, wo das Leben der Reichen und Schönen dargestellt wird, mit ihrem fossilen Lebensstil, und wir diskutieren darüber mit denen, wie kann sich so eine Zeitschrift mit diesem Thema beschäftigen, dann würde ich das schon als Indiz nehmen dafür, dass da etwas im Umbruch ist. Ja? Da sind wir noch nicht am Ende des Weges, aber das Thema ist da und ich erlebe das so ungefähr auch seit 2018, dass der Journalismus in einer neuen Intensität darüber
sich dem Thema stellt. Da ist vieles noch nicht so, wie es sein könnte. Aber da hat sich tektonisch doch etwas verändert. Aber gutes Beispiel, hatte das denn einen Effekt nach draußen? Also ist in der Bunten dann auch wirklich mehr nach außen getragen? Ja, das sind nicht einfach Dinge, die Sie so von einem Tag auf den anderen umschalten, Schalter umlegen können. Das ist etwas Prozesshaftes. Ja? Auch die Energiewende ist prozesshaft, wo wir Fehler machen und uns zugestehen müssen, wo wir vor allem schauen müssen, wo können wir denn Lernerfahrungen destillieren und auf das auch mal schauen, was wir schon geschafft haben, beispielsweise. Was ist denn zu lernen aus der Bewältigung mancher Umweltprobleme in Ostdeutschland? Wo können wir das rüberziehen? Was sind die Lektionen daraus? Also das fände ich einen spannenden Blick. Also ein Phänomen ist halt auch, und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass wir ja nicht Informationen wie Universitäten, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zur Verfügung stellen, sondern wir müssen das auch verkaufen. Und ich weiß zum Beispiel von der Zeit, die hat ein eigenes Ressort eingeführt, das heißt Green, ganz bewusst, um eben dem Thema Klima auch als Thema, was in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen eine wichtige Rolle spielt, mehr Raum zu geben. Und die machen das, weil sie das wichtig finden und weil sie das als bewusste Entscheidung so getätigt haben. Das ist aber auch leider so, dass wenn ein Thema aus diesem Ressort zum Beispiel bei Zeit Online oben auf der Seite steht, dass dann meistens erstmal die Rate der Leute, die auf der Seite unterwegs sind, auch wieder runtergeht. Und das ist nicht schön, aber das ist ein Fakt, mit dem ein Wirtschaftsunternehmen auch irgendwie umgehen muss. Also die Frage war ja, müssen wir mutiger sein? Ja, müssen wir, aber das müssen wir nicht nur zu diesem Thema. Wir müssen das bei eigentlich so vielen Themen, müssen wir mutiger sein. Denn ich wage mal die These in den Raum zu stellen, dass es in vielen Medienunternehmen so ist, dass der Wunsch danach, mit etwas Mutigem positiven Zuspruch zu ernten, nicht immer größer ist als die Angst davor, mit etwas Mutigem jemanden zu verprellen. Das ist eine Krankheit, die, unterstelle ich jetzt eine zweite These, in weiten Teilen unserer Gesellschaft mit einer merkwürdigen Irritationsintoleranz einhergeht. Wir wissen aus unseren Talkshow-Beobachtungen, warum ist jede politische Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen langweilig und gleich? Weil wir aus Zuschauerbeobachtungen merken, sobald dort echter Dissens entsteht und da wirklich zwei Menschen miteinander streiten und nicht nur Statement, Moderation, Statement, Moderation, Statement, Moderation, sondern wenn da zwei, ein echter, spürbarer, fühlbarer Konflikt entsteht, es wird weggedreht. Das ist unangenehm. Die Leute mögen das nicht. Deswegen sind politische Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen alle gleich und meistens langweilig, weil die Leute das schwer ertragen. Die mögen das nicht. Es ist unangenehm. Ja? Es ist nicht wohlig. Es ist nicht gemütlich. Es ist nicht behaglich. Es ist unangenehm. So. Anderes Beispiel. Der WDR-Kinderchor. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Oma ist eine Klimasau. Ja? Da gab es, weiß ich, eine breite, stille Mehrheit, die fand das, das war ja im Prinzip nicht mehr als eine multimediale Glosse. Und die haben da mal drüber gelächelt und die fanden das irgendwie ganz witzig und auch ein bisschen frech und auch ein bisschen provokant. Aber weil ich das ein bisschen witzig und ein bisschen provokant finde, schreibe ich nicht einen Empörungsmutterkreuzbrief an den Rundfunkrat des WDR, der sich darüber beschwert. Aber die Minderheit, die das ganz fürchterlich findet, die mobilisiert alles, was sie mobilisieren kann. Und das hat natürlich eine Wirkung gegenüber solchen mutigen Dingen. Ja? Das muss man immer wissen. Ich als Wissenschaftsredakteur habe es noch schwerer. Ich bin immer froh, wenn ich das mit amerikanischen oder mit englischen Wissenschaftlern zu tun habe. Denn das sind Menschen, die haben begriffen, dass sie in den Medien als Kommunikatoren überzeugen müssen. Mittlerweile gibt es auch einige deutsche Wissenschaftler. Aber die Realität mit einer deutschen Wissenschaftlerin oder einem deutschen Wissenschaftler ist,
Die Vorgespräche sind super, das ist großartig. Dann geht die Kamera an oder das Mikro. Ja? Und auf einmal haben die viel mehr Angst davor, ihre eigene Peer Group mit einer etwas überspitzten, etwas mutigen Aussage so zu irritieren, dass sie selber als unseriös dastehen könnten, als dass sie dadurch motiviert sind, mit einer etwas mutigen, etwas allgemeinverständlichen Aussage einem breiten Publikum ihr Anliegen zu. Und dann frage ich sie, warum ist das so? Und dann sagen die mir, nur mal ein Beispiel, ne? Dann sagen die mir, ja, ich weiß, das ist ein Problem. Aber ich muss ja jederzeit befürchten, dass irgendwer von den Menschen, die das hören, in der nächsten Kommission sitzt, die ein Drittmittelprojekt von mir finanzieren muss. Ja? Und von solchen Dingen sind viele Menschen auch in den Medien getrieben, auch Mitarbeiter im öffentlichen rechtlichen Rundfunk wissen, wenn ich jetzt was Mutiges mache und das finden ganz viele toll, dann finden die das ganz toll. Aber wenn diejenigen, die das schlimm finden, es schaffen, den Rundfunkrat zu mobilisieren, dann muss ich da 14 Tage in der Folge muss ich da antanzen und Statements und Verteidigungen schreiben. And honestly, it would make my life so much easier if it doesn't happen. So, das ist eine Realität, eine ganz menschliche Realität. Also wenn man Mut einfordert, dann kann ich nur sagen, dann muss man auch zugestehen, dass die Leute natürlich den Handlungsrahmen dafür brauchen, diesen Mut auch umzusetzen. Und das ist in vielen Medienunternehmen gar nicht so einfach. Also, und da bin ich ja als Öffentlich-Rechtlicher noch privilegiert. Andere, die müssen ja viel, viel härter darum kämpfen, dass sie ihre Abonnenten nicht verprellen. Da ist das noch viel schwieriger. Vielen Dank. Ich habe den immer die nächste Frage ran. Nicht nur Frage, also Sie haben ja gesagt. Eins, zwei Sätze und dann die Frage. Ja, stopp, Sie haben ja gesagt, ich habe mir einen Zettel holen, jetzt habe ich einen Zettel, jetzt habe ich es aufgeschrieben. Sie haben ja schon mal, also erstens, Sie geben schon mal das Mikrofon nicht frei. Also das ist schon eine Unsitte, die sich irgendwann eingeführt hat. Also ich nehme es einfach mit, es ist eine Unsitte, Punkt. Das ist eine Feststellung. So, dann benutzen Sie hier Balance, Framing, Mindset oder was weiß ich. Ich hätte ja gerne mal während der Veranstaltung gefragt, was das heißt. Also ich kenne diese Namen nicht oder was weiß ich, was das darstellen soll. Sie verwenden hier Worte, die ich nicht verstehe. Also ich bin nicht doof, aber sie stellen mich als doofen Menschen hin. Also dann muss ich ja auch mal zwischendurch fragen können, aber brauchen wir jetzt nicht mehr zu beantworten, weil das Thema ist dann schon mittlerweile durch. So, dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, der Herr Mohn sagte vorhin, also alle, die gegen das Klima sind, sind rechtsradikal. So habe ich das aufgefasst. Das müssen Sie vielleicht nochmal differenzieren, vielleicht, aber so ist das bei mir angekommen. So das hinzustellen, und das finde ich unverschämt einfach, wenn das so dargestellt wird, und mir gefällt das nicht so. Dann als nächstes, die Frau hier, die hat etwas von der Rator, vom OB, der hat sich hier, da wäre so also wichtig gewesen, und der hat sich für den Radverkehr eingesetzt und alles Mögliche. Und dann kommt ihre, dann würde ich gerne wissen, wie lange Sie schon wussten, dass der Oberbürgermeister an der Radtour, wo er schon das dritte Mal eingeladen hat, zum dritten Mal nicht teilnimmt. Wie lange Sie das wussten, weil Sie haben eine Volontärin geschickt. Also war es von vornherein geplant, eine Volontärin zu schicken? Oder Fragezeichen nach dem Motto, wenn der OB nicht mitfährt, ist es nicht so wichtig, da schickt man bloß eine Volontärin. Okay, ich möchte weiter, ich habe es selber gemacht. Aber ich will die Frage gleich beantworten, dann kann ich als städtischer Seite am besten noch antworten. Herr OB hat sich am Donnerstag krank gemeldet und Sie hätten ihn sehen müssen, er war nicht in der Lage, Fahrrad zu fahren. Es war geplant, dass er am Donnerstag mitfährt bei der Radtour und konnte einfach nicht. Er war physisch nicht in der Lage, Fahrrad zu fahren, weil er erkältet war. Nee, das war die Antwort auf Ihre Frage. Ob es bewusst geplant war? Nein, es war nicht bewusst geplant, dass er Volontär mitfährt. Der OB sollte mitfahren. Jetzt können Sie die nächste Frage stellen. Also mich hat es schon gewundert, weil, wie gesagt, er hat dann natürlich. Die nächste Frage wollten Sie stellen. Was wird das jetzt hier? Ja, aber was wird das hier? Dann hätten sie einfach zwischendurch gemacht, dann wäre das viel lockerer gewesen. So ist das so eine Anstrengung, ganz einfach. Wie gesagt, ich will es noch damit als Hintergrund. Dann gab es, wie gesagt, von Ihnen eine Berichterstattung darüber. Ist in dem Stand noch nicht mal drin, dass da nicht mitgefahren ist, aber ein Bild von ihm war drin gewesen. Ich verstehe es einfach nicht. Komischerweise mit dem Polizeibehörde, wie das ist, hat er zusammengerufen, hat noch ein Bild machen lassen. So krank konnte er definitiv nicht sein, weil nächste Woche wieder arbeiten. Ist aber egal, das hinterfragt die FAZ nicht, alles gut, müssen wir nicht wissen, ist einfach so. So, dann habe ich noch mir aufgeschrieben gehabt, Sie haben vorhin hier, der Herr Schlechter hat gesagt, wie können wir das selber, sage ich mal, also wie kann jeder Einzelne feststellen, dass es eben eine Klimageschichte gibt. Also ich warte seit Jahren drauf, also in der Industrie ist das so, da gibt es einen CO2-Handel, Zertifikat und so weiter, so einen Handel.
Warum gibt es das nicht für jede einzelne Person? Also dann wird es ja jeder selbst feststellen, wo er steht, was er macht, was es ist. Also für denjenigen, also wie gesagt, ich bin ein ganz Jahres Radfahrer, könnte vielleicht Geld damit verdienen, wäre doch eine gute Geschichte. Und da würden es vielleicht viele mehr machen, weil ich sage, Mensch, gut, ich kann 1.000 Euro verdienen, der andere Autofahrer gibt 1.000 Euro für sein Auto aus. Also das wäre erlebbar für jeden selber. Und da könnte das jeder mit dem Flugzeug, da muss ich keinen fragen nach dem Flugzeug, sondern mit seinem Flugzeug ist so und so viel weg, fertig, Ende. Und er muss sich irgendwo das herbesorgen. Aber warum fragen Sie nicht uns Bürger, wir haben vielleicht die besten Ideen dafür. Wie gesagt, aber mit uns redet ja auch keiner. Ich will mal die Frage gleich weitergehen. Es wäre eine Frage an die Politik, aber ja schlechter, wenn Sie was sagen wollen. So. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich auch gesagt, ich bin ganz bei Ihnen. Ich bin nur wirklich der falsche Adressat. Also wenn wir uns über Daniel Schlechter, König von Deutschland, Fantasieland unterhalten, dann haben wir das nächste Woche umgesetzt. Wenn ich die These richtig verstanden habe, dass Menschen selber mit ihrem eigenen CO2-Abdruck handeln können, das gibt es tatsächlich schon. Das können sie machen. Sie können ihren eigenen CO2-Abdruck professionell errechnen lassen und sie können sogar errechnen lassen, was sie pro Jahr konsumieren möchten, kompensieren, und sie können sogar ihr CO2-Abdruckanteile verkaufen online, wenn sie wollen. Dann empfehle ich den Klima-Newsletter von MDR Wissen. Alles klar. Ja, weil Sie mich direkt angesprochen haben zum Thema rechtsradikale Positionen und Klima. Also zunächst einmal, wenn wir über Klimapolitik reden, dann müssen diese Maßnahmen wirksam sein. Sie sollten fair sein, sie sollten wirksam sein. Und ich glaube, da ist sehr viel Streit darüber wichtig und notwendig. Und da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen und da brauchen wir diesen Streit. Insofern ist Kritik nötig und natürlich in keinster Weise ist Kritik an Klimaschutz per se links- oder rechtsradikal so. Also ich hoffe, ich wurde da nicht falsch verstanden. Was man beobachten kann, ist, dass rechtsradikale Parteien häufig, nicht überall in allen Ländern, aber in den meisten europäischen Ländern auch Positionen vertreten, die jetzt nicht unbedingt zu einer Lösung der Klimakrise beitragen. Ich glaube, das kann man relativ klar feststellen. So habe ich es zumindest gemeint oder wollte ich verstanden werden. Und ich würde Ihnen gerne noch zu Ihrem, ich glaube, das war der zweite Punkt, antworten wollen. Das ist ein Punkt, der, damit haben Sie recht, wir haben häufig nicht immer die Zeit und häufig, gebe ich zu, auch nicht immer das Bewusstsein, alle Begriffe, die derzeit verwendet werden, in welchem Thema auch immer, so zu erklären, wie sie sind. Und ganz besonders bei internationalen Themen machen wir uns vielleicht auch häufig etwas zu schnell die englischen Begriffe eigen, das ist wahr. Und das kommt tatsächlich auch häufig daher, dass wir zu oft das eigentliche Querschnittsthema Klima für Zielgruppen primär erzählen, für die es schon ein sehr bekanntes Thema ist. Und das ist jedes Mal, um Ihnen einen Werkstattblick zu gewähren, immer eine Gratwanderung, wenn wir zu sehr dahin verfallen, dass wir diese Begriffe einfach als gesetzt, unser Publikum weiß, wovon wir sprechen, nehmen. Dann schließen wir auf der anderen Seite Menschen aus, die mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Wenn wir zu viel jedes Mal Erklärleistung dafür nehmen, dann schließen wir die andere Seite aus, weil die das Gefühl kriegt, naja, dieser Beitrag, der behandelt Dinge, die weiß ich schon längst und kommt und ist dann schon, hört auf zu lesen, zuzuhören oder zuzugucken. Ist deswegen immer eine Gratwanderung. Aber ich verstehe den Punkt, den Sie machen wollen. Ich habe vielleicht ein Buch, da steht ganz gut, da steht die Zahl. Wir würden die nächste Frage. Ganz unten steht dann einfach die Erklärung. Das, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden es mitnehmen fürs nächste Mal, auf jeden Fall, dass wir solche englischen Begriffe zwischendrin besser erklären. Wir nehmen es auf jeden Fall in die das auf. Ich nehme meine nächste Frage an. Guten Tag, ich bin Jakob. Und ich habe eine Frage. Ich glaube, eben ist zum ersten Mal im Zuge des WDR-Chors das Wort Kinder gefallen, so richtig, glaube ich, in dieser Diskussion. Was vielleicht ja auch ein bisschen, oder es wurde sehr viel über ältere Leute geredet, oder was ja auch ein bisschen der Architektur der Medien geschuldet ist. Oder es ging ja um regionale oder um die Regionalteile, die irgendwie Leserschaft von 70 plus
zum Teil hatten. Und deswegen wollte ich irgendwie nochmal fragen, was Sie glauben, was für eine Rolle Klimajournalismus für Kinder oder junge Erwachsene hat und wie genau, ob Sie in Ihrer Arbeit an diese Zielgruppe denken und wie Sie vielleicht da anders kommunizieren als für ältere Zielgruppen. Danke. Ja, weil das ja nochmal anschließt an das, was ich zum Anfang gesagt habe, vielleicht bin ich ja auch falsch verstanden worden. Ich wollte nur einmal erklären, in welchem, also dass unsere gedruckte Zeitung eben im Kern ein älteres Publikum hat. Das heißt nicht, dass wir uns nur an die wenden. Ich glaube, da hat Fridays for Future sehr viel zu beigetragen, dass die jüngere Generation, Kinder weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall Jugendliche, eine laute Stimme bekommen haben. Wir haben gerade vor ein paar Wochen nochmal, da waren ja, Herr Peschel war ja auch mit in der LVZ, auch nochmal gefragt, was hat Fridays for Future eigentlich bewirkt, weil es, glaube ich, auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, was das in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gemacht hat, auch in den Familien. Ich glaube, die Jugendlichen und Kinder haben dazu beigetragen, dass das Thema an die Küchentische getragen wurde. Und das ist was, was wir natürlich auch wahrnehmen und was uns dann auch hilft, diese Themen zu adressieren oder das, ja, den Klimawandel zu adressieren. Jetzt ist es in Gänze so, und das kann man auch, also es gibt eine sehr interessierte, informierte Jugend. Trotzdem sind das nicht die klassischen Leser, die wir sofort adressieren können, weil die einfach auf anderen Kanälen unterwegs sind. Und wir als Regionalzeitung haben jetzt nicht, da hat zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien mit Funk oder anderen Formaten echt gute Möglichkeiten, auch diese Zielgruppen zu erreichen. Das haben wir auch wirtschaftlich gar nicht. Also ich kann nicht noch extra einen Strang aufbauen, um nur eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Ich versuche wirklich eher, die breite Bevölkerung in unserer Region hier zu erreichen. Und dazu gehören auf jeden Fall auch Jugendliche. Weil das hoffentlich ja auch die Abonnenten von später werden. Das heißt, wenn die irgendwie hier fest etabliert sind, dass die dann auch hoffentlich uns lesen, weil sie vorher gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass die Themen, die sie interessieren, bei uns gut aufgehoben sind. Also mein Punkt wäre tatsächlich, glaube Fridays for Future hat extrem viel geholfen, auch so eine öffentliche Wahrnehmung in der Bevölkerung herzustellen. Ich würde die nächste Frage annehmen. Ja, ich habe eine Frage an Frau Supper. Frau Supper, welche Erfahrungen machen Sie, wenn Sie da in Ihren Redaktionskonferenzen sind? Haben Sie Unterschiede festgestellt, wenn Männer und Frauen über das Thema diskutieren? Gibt es also unterschiedliche spezifische Sichtweisen? Frage 1 und Frage 2 wäre an Herrn Mohn. Herr Mohn, gibt es Untersuchungen darüber, wie in dieses Thema Journalismus und jetzt hier Klimakrise der journalistische Bias hineinspielt? Der Bias, das heißt eine Verzerrung der Wirklichkeit. Und das würde jetzt bedeuten, dass ich also als Journalist gerne das wiedergebe, was meiner Meinung entspricht, aber ich kaschiere es mit der Meinung von Leuten, die ich befragt habe, die aber in meinem Sinne antworten. Also es ist ein bisschen vielleicht so um die Ecke gedacht. Aber gibt es darüber Informationen? Erste Antwort, tatsächlich nee. Also zwischen Frauen und Männern nehme ich da keinen Unterschied in der Diskussion wahr. Es ist am Ende auch wieder die Frage von Lebenswirklichkeiten. Also Kollegen, die auf dem Land wohnen, das sind häufig tatsächlich ältere Kollegen und jüngere Kollegen, die hier im Leipzig-Kontext unterwegs sind. Da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen, das versuchen wir auch zu adressieren. Ne? Wir haben eben auch häufiger jüngere Kollegen. Übrigens, das will ich an dem Punkt auch nochmal machen. Wenn wir eine Volontärin schicken zu einem Termin, heißt das nicht, dass wir den Termin gering schätzen, weil wir unsere Volontärin hochschätzen. Also das ist tatsächlich, hat da keine Bedeutung. Wir haben tolle junge Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Ausbildung machen. Nee, zwischen Männern und Frauen habe ich keinen Unterschied festgestellt. Also es ist eine total spannende Frage, inwieweit Klimawandel etwas mit Männlichkeit und Weiblichkeit und entsprechenden Lebensvorstellungen zu tun hat. Wir haben ein paar Texte dazu auf unserer Website. Ich würde sagen, wenn jetzt Journalisten, das ist tatsächlich ein Bias, den nahezu jeder innehat, dass man eigentlich vorher weiß, was man sagen will, und dann sucht man sich dafür Begründung. Also das ist in der Sozialpsychologie ein Effekt, der sehr klar feststellbar ist, und natürlich gibt es das auch im Journalismus.
Und die Versuchung ist vorhanden, ja. Und ich würde sagen, damit muss sich Journalismus stetig auseinandersetzen, ob das auftritt. Das ist natürlich schlechter Journalismus. Und es ist ausgesprochen schwer, sich da zu 100% dagegen zu wappnen und zu immunisieren. Weil natürlich hat man selbst bestimmte Sichtweisen und bestimmte Wert- und Lebensvorstellungen, Politikvorstellungen, die sehr schwer auszuschalten sind. Ich glaube, das Wichtigste ist es überhaupt, sich diese Effekte bewusst zu machen. Und dann kann man auch besser damit umgehen. Und deswegen haben wir auch pluralistische Medien, wodurch sich das eben auch ein Stück weit ausgleicht. Manche Medien betonen die eine Sichtweise stärker, andere die andere. Und in der Summe ergibt sich dann eine gewisse Annäherung an das, was man als Wirklichkeit beschreiben könnte. Es gibt aber auch das Phänomen des Opinion-Leaders, gerade was die Medien anbelangt. Ja, dass ich mich daran orientiere. Also diese Vielfalt, die mag theoretisch bestehen, aber ist es in Praxis genauso? Das frage ich mich denn dann auch. Also das Liedthema im Spiegel wird gerne übernommen, gegebenenfalls auch zum Beispiel vom NDR. Ja, und dann meint man, das ist wichtig, aber das ist es ja gar nicht. Weil es gibt auch noch andere Dinge, zum Beispiel der Krieg in Russland. Wie schlägt der in dieser Klimakrise jetzt eigentlich zu Buche? Ich habe in den seltensten Fällen etwas zu diesem Thema je gehört. Als Beispiel. Vielen Dank. Ich würde sagen, eine letzte Frage, weil wir das eigentlich schon über der Zeit. Hier meldet sich noch jemand neben mir. Dankeschön. Also ich hätte mal eine Frage, warum geht man bei der ganzen Klimadebatte nicht mehr ein auf die persönlichen Belange? Also Beispiel. Mein Freund, der wohnt, der hat ein eigenes Haus und kann in der Nacht, damit er besser schlafen kann, in den Keller gehen. Wie machen das aber dann Mieter zum Beispiel? Die können das nicht. Die einfach die Vorstellung, ich schlafe jetzt mit 20 anderen Leuten im Keller. Warum wird zum Beispiel nicht auch schon der Punkt ausgesprochen, den ich am Wochenende nochmal gesehen habe? Und zwar, eine Hundebesitzerin hat bei ihrem Hund die Pfoten gespürt oder gefühlt, ob sie nicht zu heiß worden sind durch den heißen Asphalt. Also ich habe da selbst Erfahrung gemacht, ich bin mit dem Labrador meiner Tochter zum Großbrunner See, der hatte nachher dann Brandblasen. Und das nächste Punkt, ich greife jetzt nochmal die Grafiken auf, die immer gezeigt werden. Da heißt es dann, bei einer Erhöhung von 2 Grad, von 3 Grad, sieht es dann die Temperaturverteilung so und so aus. Ja, aber es wurde mir bewusst, als ich vor 2-3 Monaten in Mexiko war, in Xalapa. Ist ja jetzt auch egal, auf jeden Fall eine Küstenstadt. Da sind die jeden Abend mit ihren Autos im Kreis rumgefahren. Ja, wenn der Meeresspiegel einen halben Meter steigt, steigt auch das Wasser in die Stadt. Und wie hoch ist eigentlich Hamburg? Das ist 5 Meter über Normalnull. Und wir sprechen immer nur, wenn das Grönlandeis schmilzt, über 7 Meter. Was passiert dann mit den Obdachlosen? Kommen die dann nach Leipzig? Ja, also die Frage, die ich am Anfang ausgehört habe, war ja, warum man nicht zum Beispiel etwas Lebensnahes nimmt, ne? Dass man den Leuten mal erzählt. So, ich kann dazu nur sagen, letztlich ist das ein ganz klassischer journalistischer Kniff, eine Geschichte mit so etwas niedrigschwellig Verstehbarem zu beginnen. Also jetzt mal bei den ganz konkreten Beispielen zu bleiben. Eigentlich jede Klimadoku, die ich jetzt als Redakteur betreut habe oder als Autor umgesetzt habe, geht mit so einer Geschichte einer Nutzerin aus dem Sendegebiet los, der passiert das und das, und dann strickt man die Geschichte von so einem kleinen Partikularbeispiel immer weiter ins Größere. Aber es bleibt erstmal, um eine wirklich etwas auch größere Relevanz zu kriegen, bleibt es ein eins von vielen Beispielen, aber man muss dann zum größeren Thema kommen, damit man auch schlichtweg der Relevanz und der Komplexität gerecht wird. Aber sowas wie Hunde verbrennen sich ihre Pfoten auf dem heißen Asphalt, das ist ein ganz klassisches MDR-Brisant-Mittelteil-Mittelteil
Stück. Das wird da gemacht und das wird da auch regelmäßig gemacht. Tatsächlich ist die Kritik, die wir da auch häufig drauf bekommen, tatsächlich, das ist die Gegenseite, die müssen wir dann auch hören. Wir haben sehr viele Leute, die uns sagen, könnt ihr mal bitte mit diesen, und das sagen die dann, ich reproduziere es nur, Trivialgeschichten aufhören. Das ist auch eine Sichtweise auf diese Themen. Das ist etwas, da müssen wir uns irgendwie drin bewegen. Natürlich ist es klar, aber das Problem ist ja auch, dass... Wir kommen zum Ende. Ich würde noch die Möglichkeit geben, auf Ihre Frage zu antworten, falls noch jemand antworten möchte, aber jetzt bitte keine Folgefragen mehr. Dann vielleicht noch abschließend erstmal natürlich vielen Dank, dass Sie da waren. Gleich auch der Dank ans Podium. Dazwischen schieben möchte ich noch. Es wurde gesagt, wir sind über der Zeit. Steff, du hattest auch eine Frage? Das war drin. Wenn es eine Frage gibt, könnte man die ja vielleicht noch stellen. Dann können wir noch 100 Fragen stellen. Und genau das ist der Punkt. Wir sehen hier genau gerade heute, wie sehr die Klimakrise und vor allem auch diese Stück weit Hilflosigkeit, damit umzugehen, uns alle trifft. Es gibt so viele Meinungen, letztlich glaube ich, dass hier niemand im Raum ist und das Gefühl hat, ja, ist uns doch egal und so weiter und so fort. Wir wollen alle an einem Strang ziehen und selbst da tun wir uns manchmal schwer. Und ich würde Sie quasi damit entlassen, mit dem Gedanken zu versuchen, dass wir die einzelnen verschiedenen Situationen, in denen unterschiedlichste Personen stecken, das jetzt auch zum Beispiel im Diskurs zwischen Bühne und Publikum verstehen lernen und da immer wissen, mit Zusammenhalt können wir mehr erreichen, als damit, dass wir gegeneinander feuern. Kritik ist natürlich wichtig. Wir werden sehen, wie das weitergeht mit dem Klima, mit dem Artensterben. Wir befürchten natürlich nichts Gutes, gar keine Frage. Werden wir sehen, ja. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es wahrscheinlich auch spüren, beziehungsweise wir spüren es ja heute schon. Und ich hoffe, dass die Debatte heute ein paar Punkte aufgemacht hat. Vielleicht auch analog zu dem, was in der Politik manchmal passiert, dass die Politik Druck von der Bevölkerung kriegt. Vielleicht auch die ein oder andere Druckfrage vielleicht noch was bewegt hat, also dass man eben nicht gegeneinander steht, sondern schaut, auch wenn es mal hier und da diskutiv war, dass es eben zu Lösungen führt. Wir können als Einzelpersonen die Klimakrise nicht lösen. Wir können das nur als Menschheit. Ja, vielen Dank Daniel Schlechter, vielen Dank Hanna Supper, vielen Dank Karin Mohn, vielen Dank Ruth Ziesinger und vielen Dank, dass Sie es auch akzeptieren, dass wir irgendwann zum Ende kommen müssen. Meinetwegen können wir noch bis in die Nacht diskutieren, aber wir haben hier einen Rahmen zu füllen. Und vielleicht ergibt sich die ein oder andere Frage noch im Gespräch, denn unter 4 oder 6 oder 8 Augen. Dankeschön.